Chris McFly, ich auch nicht. Alles gut. Ja, liebe Leute, wie sieht's aus? Wir fangen an, würde ich sagen. Ich bin wieder in meinem Raumschiff und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe ganz viele tolle Leute, die gerade live dabei sind hier auf Twitch. Denn heute Abend, meine Freunde, ist es kein normaler Abend. Nein, es ist ein Dienstagabend, aber auch kein normaler Dienstagabend. Nein, es ist ein Dienstagabend, an dem wir bereits zum zweiten Mal, oder eigentlich muss man sagen, erst zum zweiten Mal, angesichts des Riesenhypes von diesem Spiel, Among Us spielen. Und Leute, ich habe mich hingesetzt. Beziehungsweise ich wurde hingesetzt von der Community. Von den Ultras. Die haben gesagt, Donny, pass auf, komm mal ran jetzt hier. Die haben mich in den Arm genommen. Die haben einen Stuhlkreis gebildet. Jeder hat mal so einmal so gesagt, hallo, mein Name ist und ich bin Among Us Spieler. Und naja, hat sich schnell herausgestellt, dass ich da nicht gut reingepasst habe in die Runde. Und da haben wir uns einfach zusammengerauft und gesagt, pass auf, Donny, die müssen wir helfen. Da müssen wir was tun. Und dann haben mir meine Community-Leute, entschuldige bitte, das beigebracht ein bisschen. Es heißt, was ich sagen will ist, YouTube, heute wird's besser, das garantiere ich. Denn ich habe jetzt das Spiel verstanden, mehr oder weniger. Dankeschön. Aber ich bin vielleicht noch nicht jetzt gut. Das sage ich jetzt gleich von vornherein. Aber ich habe A, und das ist das Allerwichtigste, Spaß dran gefunden. Ich bin jetzt nicht mehr frustriert und bin nicht total lost. Und darauf freue ich mich am meisten, einfach jetzt mal ein bisschen zu gucken, die Skills zu entwickeln, vielleicht gemeinsam mit euch. Dankeschön. Zu gucken, wie können wir noch geiler werden. Weil die Basics habe ich jetzt drauf. Und B, habe ich die Basics drauf, wollte ich gerade sagen. Ja, A und B sind quasi die beiden Sachen, die ich ansprechen wollte, habe ich jetzt getan. Ja, und ich freue mich drauf. Ich habe letztes Mal auch ein bisschen zu viel rumgeheult und habt ihr auch zu Recht gesagt, es ist auch okay. Muss ich auch ab. Muss ich auch mal abkönnen. Muss man auch eingestehen, wenn man da ein bisschen verkackt hat. Das war nicht der geilste Stream, ich habe da nur Quatsch gemacht und so. Ist keine Entschuldigung, ich entschuldige mich nämlich nicht. Für Sachen on Stream habe ich irgendwann mal festgestellt, warum auch immer, festgelegt. Nein, also Spaß beiseite. Da war einfach so ein bisschen, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber jetzt habe ich die Hausaufgaben gemacht. Denn das muss man manchmal. Und jetzt habe ich auch das so weit verstanden, dass ich auch Lust drauf habe. Wir haben vorhin off-camera, war eine gute Idee von der Community, so einfach mal off-camera einfach ein paar Spiele zu machen. Ich habe es jetzt auch hingekriegt, dass wir den Overlay haben. Vielen Dank auch da an meine tolle Community, die mir da mit viel Geduld geholfen haben. Ich schon wieder, Technik-Donny, schwieriger Donny. Wollte ich jetzt aber euch auf jeden Fall verschonen, das onscreen zu machen, auch wenn ich weiß, dass einige Leute das extrem lieben, wenn ich hier komplett lost einfach sitze und irgendwelche Kabel nicht funktionieren. Aber wir haben es hingekriegt, dass auch dieses Overlay vom Discord sozusagen jetzt, dass ich nicht immer da so, da dieses kleine Fenster habe und da so rumschieben muss. Ja. So. In diesem Sinne, ich würde, jetzt ist es 7:58, wir haben 8 Uhr ausgemacht, ich würde jetzt direkt einfach mal auf den Bonjour Voice Server gehen und ja, mal gucken, Hallo sagen und freue mich, dass ihr dabei seid. Danke Agro Arnold für den Sub, Johnny McJohnface 8 Monate, Empty Hourglass 7 Monate, X-Blend hat auch noch einen Prime Sub dagelassen, vielen Dank. Wirkungstrinker, gefährlicher Nickname, pass lieber auf, dass du nicht zu viel trinkst. Schlückchen für mich erstmal. Spinner 1 hat auch noch gesubbt. Meltrath hat auch noch einen Sub dagelassen. Dr. Drake Murray. Hello, everybody. Ups, wrong character. Mir gefällt der Running Gag. Nice one, dass du das immer wieder durchmachst. Hattrick Hero kommt noch ein. Okay. Ich werde zwischendurch mal die Subs vorlesen und so weiter. Aber jetzt gehe ich mal auf den Server und dann schnacken wir mal mit den anderen.
Dussel, danke dir auch. Wer ist dieser Profi-Streamer? Ich weiß es nicht. Ich bin's, glaube ich, nicht. Aber wir gucken jetzt mal auf den Server, Leute, okay? Ich glaube, ich gehe mal auf den Screen am besten zuerst. Und... Nee, der Screen reicht eigentlich und dann kann ich jetzt mal auf den Server gehen hier. So, also. Hinterm Kühlschrank findet. Hallo, sorry, ich war noch gemutet. Und davon krank wird, weil die Torte, die so langsam wird sie alt, sie bekommt so einen Stich. Aber ich muss davon weiter essen. Das ist so gut. Ah, jetzt seht ihr, okay, genau. Hi, ich bin Matteo. Das ist besser, weil jetzt geht ihr oben links, seht ihr, wer immer wer redet. Ich weiß nicht, ob ich das größer machen kann, aber ich glaube, das reicht erstmal für euch. Dann nach einer Weile gewöhnt man sich vielleicht in die Stimme. Also ich bin jetzt gerade für alle gemutet, jetzt mache ich mich wieder an, ihr seht dann oben, wer redet, ne? Okay. Hallo! Dann würde ich sagen. Matteo stinkt! Dalu, du bist ja der Experte, obwohl du bisher noch nie gespielt hast, weißt du zufälligerweise, Matteo wie stinkt. Das Spiel funktioniert. Sag mal, hört man mich eigentlich jetzt? Ich hab auch ja, hallo Melli. Hallo, ich bin die Melli und ich bin auch dabei. Hallo Melli. Habt ihr eine Vorstellungsrunde gemacht oder was? Ja, cool. Wir können auch nochmal von vorne anfangen. Bin ich zu leise oder was? Ja, Donny ist auch dabei. Okay, ich krieg einen Anfall! Also, am besten schreist du mal ein bisschen lauter. Okay, das sorry. Entschuldigung, danke für diesen passiv-aggressiven Hinweis. Bin ich zu laut? Weil mir sagt gerade einer, ich bin zu leise. Ja, du hast sehr energisch geredet gerade am Anfang, aber ich glaube, das gibt sich wieder. Okay, alles klar, ja. Danke. Also mit mir hört ihr euch alle gut an. Also, wir werden heute wieder Among Us spielen. Dalu wird die Lobby erstellen, weil der hat die meiste Erfahrung. Schon auf. Geil, schon dann auf, wird okay. Dalu uns einen Code schicken für steht die Lobby. Steht schon im Discord. Genau. Oh, der Dalu, ey, das ist so Mann, der Streber schon wieder. Wenigstens einer vorbereitet. Ja, genau. Ja, genau. Die Frage ist jetzt: Genau, es gibt einen Among Us-Channel. Da müsst ihr aber freigeschaltet werden für. Das heißt, das nicht bin jeder ich noch kann nicht. Lesen. Genau. Ich auch nicht. Genau, sagt mal, wer nicht freigeschaltet ist, weil dann schaltet euch Leon frei, glaube ich, weil der könnte das gerade mal machen. Genau. Also, er braucht Team. Ja. Also, ich auch, Wolken quasi. Du müsstest den Code. Der müsste. Achso, wer hat das so geflüstert, sein? Alter? Oh, das war wirklich ein bisschen creepy. Hey, kann ich übrigens mal einfach mal kurz Hallo sagen und dich in den Arm nehmen, Matteo? Ganz ehrlich, was soll das? Ich fühle mich hier nicht richtig begrüßt von dir. Wow. Hi, Donny, es tut mir leid. Ich bin selber überfordert. Ich kann nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig. Du schickst mir nachts immer ungefragt deinen Penis, aber wenn ich dann einmal im Stream dabei bin, dann ist auf einmal, kennst du mich nicht mehr, oder was? Ja, warte mal. Also das erste Mal war ungefragt, danach hast du gefragt. Warte mal, gab's denn ein Video? Boah, wir alle still sind. Wir werden alle cancelled. Schwieriges Thema, Donny, hör auf. Ich finde das super. Hör auf. Ich wollte auch Fotos von Matthias. Okay, gut, wir sind alle in einem Boot. Okay, Code habe ich, hier steht ihr. Dalu-Karte. Ey, kommt hier rein eigentlich? Ich komme da die ganze Zeit nicht rein. US-Server, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, welcher Server? Welcher Server habt ihr gesagt? Okay. Habt ihr jetzt den Curve aus dem, North America? Ja. Okay, jetzt bin ich auch da. Na gut. Ich weiß nicht, wo. Chiara, wir zwei wieder heute, ne? Machen eigene Sache. Ich esse nicht. Ja, das klar. Ist, ja, gut. Okay. Der Spiel ist nicht. Umrühren. Nice. Oh Gott, Leute. Alles. Für all die den Code nicht haben, der Code findet ihr ganz oben in der Kategorie Bonjour. Da gibt's News, YouTube und so weiter und der unterste ist Among Us. Den könnt ihr nur sehen, wenn ihr die Rolle dafür habt. Und die Rolle hat eigentlich jeder jetzt hier. Okay. Müssen wir mal gucken. Oh, mein Gehirn! Fühlt sich an wie eine unangenehme Studenten-WG-Party. Den wollte ich kurz noch vorlesen im Chat. Schwubel 92, bis jetzt der beste Kommentar im Chat. Gefällt mir sehr gut. Du hast komplett recht, stimmt. So, ich mache wieder den Sound an. Ja, es ist immer ein bisschen weird, wenn man da reinkommt als zu spät. Und die Leute sagen mir das immer, ich komme dann so laut rein. Aber das muss ich mir auch mal abgewöhnen, glaube ich. Ich komme immer so rein, hey Leute! Und dann immer ist man so, oh, entspann dich. Nächstes Mal gehe ich da ganz ruhig rein, ganz smooth rein, okay? So, jetzt geht's los, ich mache die wieder an. Hast du mir jetzt erst? Ja, Melli, weil ich wollte, dass du noch ein bisschen gestresst bist vor der Runde. Geil. Ich bin jetzt auch super begeistert. Schön, dass ich nicht alleine bin. Sag dir mal, meine lieben Freunde, die vielleicht aber auch eventuell... Aber mein Chat hat mich schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht machen sollte. Insofern, sehr gut. So, Freunde, habe ich auch mal eine Frage für die Leute, die auch eventuell streamen. Benutzt ihr auch dieses Overlay von Discord, dass man immer sieht, wer redet? Nö. Nee. Okay. Das macht dann einfach mit zwei Bildschirmen, das ist gut. Ich glaube, Dalu macht das. Okay. Nee, ich nutze sonst keinen Discord außer mit euch. Achso. Was? Echt? Was benutzt du denn? Auch nicht. Nee, der Teamspeak. Ja. Also wenn hier fünf Leute reden, dann hörst du nur noch... Optimus Prime hörst du dann noch. Ja. Optimus Prime.
Das ist auch der Grund, warum ich nachher nicht so viel rede. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Imposter bin oder so. Ich bin auch so eher Fan, dass es ein bisschen ruhiger bleibt einfach. Okay, eine kurze Frage für die Leute, die slow sind. Wie finde ich einen Server? Europe oder USA? US. USA. US, ja. US. Okay. Ich war so nett und hab das dahinter geschrieben. Ja, ich weiß. So, ich hab mich mal gemutet, Leute. Ja, ihr könnt aber die anderen hören. Nicht. Ich mach mir jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal eine schöne andere Mütze. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin schon lange gelb, jetzt irgendwie hab ich auch keinen Bock drauf. Kann ich die Farbe noch ändern? Macht hat, aber ja, komm, wir machen mal hier. Lila ist das. Das ist eine sehr gute ich Idee. Glaube, so, was brauchen wir noch? Wir brauchen also, hier was. Wir müssen uns ein bisschen zusammenraffen, Augenklappe? Wenn wir mehrere Spot-Streams machen wollen. Eine Krone brauche ich eigentlich. Lad einfach mal. Ne? Wir können ja im Kreis einladen. Eigentlich brauche ich eine Krone. Hatten wir letztes Mal schon. Wikinger. Das ist irgendwie so. Mir egal. Ich hatte vorhin schon eingeladen, als die Leute hier da waren. Dr. Donny. Wir nehmen da wen rein, weil das sind ja viele. Also wir können nicht so viele reinnehmen, wie wir hier Leute sind. Herzlich willkommen in meinem Büro. Genau. Ja. Was haben Sie denn? Na, machen Sie sich erstmal frei. Warte mal, sonst bleibt ihr einzeln, sonst ladet ihr doch die anderen noch ein. Ich habe Dalo und Timo schon drin. Dann machen wir einen Dreier. Dann machen wir... Naja, zum Einstieg, der Gag. Die Gag. Ich kann immer nur zwischendurch die Gags machen. Wenn die jetzt... Der war jetzt scheiße. Zum Einstieg direkt erstmal. Ja, kacke. Ach so, guck mal. Ah, stimmt, zwei Vierer. Sonst bin ich... Kann ich jetzt nichts machen. Ich bin auch kein Partner. Donny, streamst du? Icke? Ja. Achso, ja. Warte mal, so, habt ihr mich gerade die ganze Zeit gehört? Dann auf USA, ne? Das hatten wir jetzt schon. Ja, genau. Oh, ich dachte, ich... USA und dann unten den Code eingeben. Ja, ich stream, sorry, ich hatte mich gemüht. Wo finde ich den Code? Vorlesen, bitte. Ja, ich lese einmal vor. Warte, ich mach mein Mikro aus, dann hört der Chat nicht. Jetzt bin ich gemutet, ne? Nee, wir machen Matteo, ich liebe dich. Matteo, sag was, wenn du denkst, du bist der Geilste. Genau, schick mir den doch einfach. Okay, zweiter Test. Matteo, sag was, wenn du denkst, du bist der Geilste. Hallo, ich bin's. Ja, okay. Das klappt immer. So, kriege ich das jetzt per Twitter? Ich mach den Nina-Skin. Ich hab ihn dir per Discord DM geschickt. Ich bin der. Ach, genau, Melli, schau mal. Leon hat ihn dir geschickt. Ja, okay, warte. Ja, hallo, was geht ab? Heider, ich hab dir Einladung komm, geschickt. Chiara, hier, komm mal hier, ich Kiste. Du sprichst doch so schön. Um die Kiste, Chiara, komm, wir laufen einfach um die Kiste. Ja, geil, Chiara, machst du gut. Ich fang dich, ich fang dich ein, du. Oh geil, ich hab natürlich Overlay. Das ist langweilig. Oh Mann, ich hab Overlay verkackt. Wir sind hier um die Kiste gerannt, liebe Leute. Sag mal, wie ist das? Hier, wir sind hier um die Kiste gerannt. Ich hab's Overlay verkackt. Ja, es fängt schon wieder geil an, heute, Leute. Es fängt schon wieder so geil an. Soll ich dem Gesicht jetzt weiterhin dort unten bleiben oder nur wieder gut? Ja. Bleib einfach da, dann kannst du, wenn die Runde endet. Ich bleib auch mit dem Gesicht da. Johnny McJohnface, vielen lieben Dank für die 10 Community Subs. Vielen lieben Dank. Mach mal ein bisschen Hype im Chat für Johnny McJohnface. Während des Streams entweder in den Emotes. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Keule 85 hat auch noch gesubbt. 10 Monate schon. XXL Base. Nerd Addicted hat auch noch Gift Sub gemacht. Herr von Vorn sagt, Matteo stinkt. Stimmt. Vielen Dank, Leute. Ich war jetzt alles noch ein bisschen unentspannt. Das ist aber eigentlich bei der letzte Runde auch so. Wir kommen jetzt gleich rein ins Game. Das ist so, gehört ein bisschen dazu. Ich habe jetzt den Stream auch gerade erst angeworfen. Ich bin aufgeregt, ich habe Bock. Jetzt kommen wir erstmal gleich rein und dann geht das alles auch ein bisschen runter. Chat, ich achte. Und dann haben wir hoffentlich hier einen schönen Abend auf jeden Fall. Nein. So, ich gehe mal wieder rein. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen ruhig und lasse die Leute mal ein bisschen reden. Wir tasten uns ran, kein Problem. Sollen wir die Sachen noch umstellen? Weil die sind halt nicht anfängerfreundlich. Richtig. Was haben wir denn gerade für Settings? Zwei Imposter? Können wir es in den ersten Runden vielleicht so machen, dass man sieht, wer Imposter war, wenn er rausfliegt? Nur ja, am natürlich. Anfang, sehr gerne, ja. Damit die Leute, die halt noch nicht so oft gespielt haben, erstmal reinkommen. Und nice. Dann können wir im Laufe des Abends können wir es umstellen auf die Hardcore-Variante. Es gibt noch andere Sachen, die umgestellt wurden. Player Speed steht auf 1.0. Also schneller wäre für Crewmate einfacher. Dankeschön. Langsamer ist für Imposter einfacher. Also 1.0 ist jetzt, viele spielen auf 1.25 Geschwindigkeit. Mhm. Dankeschön. Also das ja, okay. Nein! Naja, war schön mit euch. Ja, ciao. Ja, danke Leute fürs Zugucken. Haut rein. Danke, dass ihr dabei seid. Ciao. Das war letztes Mal halt genau so, ne? Wieder US? Ja, wieder US. Okay, Code ist jetzt hier. Ach, das läuft ja wie gespürt. Dalo-Karte, da sieht man schon. Der Mann, der spielt nicht zum ersten Mal. So. Ah ja, sehr gut. So. Okay. Moment.
Also die Settings sind gerade sehr Imposter-favored. Imposter-favored. Imposter-favored, okay. Das heißt, du solltest nicht Imposter-favored. Das heißt, für alle anderen, der... Also die Sichtweite für Crewmate ist 0,5. Das ist ein neuer Code, ja. Das ist aber nicht so weit, oder? Ja. Das passt zu meiner Brillenstärke auf jeden Fall. Also ich glaube, die Leute jetzt schon durcheinander, dass ich die ganze Zeit schon im Vorraum jetzt immer wieder die Farbe ändere und so. Die haben sich jetzt schon gewundert gestern, als ihr gespielt habt. Du kannst ja kaum dunkel weit gucken. Ich hab's fast vergessen. Siehst du, und so denken die anderen auch. Kommt einfach so ein Imposter vorbei und macht Schlitz. IQ-Level über 1 Milliarde. Okay, ist ein alter, oder? Ja, können wir eigentlich starten. Können wir hier so Leute bei CS auf A-Maps. Weil ich es erst am Wochenende zum ersten Mal gespielt habe, ganz kurz eigentlich nur. Wenn ich als Imposter in den... Fang's da still jetzt. Wenn ich als Imposter in den Lüftungsschacht springe und dann aussuche, welche Dichtung ich komme, springe ich dann automatisch... Du bist dann erstmal die Frage. Du bist nicht sichtbar. Wollt ihr also jetzt wie letztes Mal diese Proberunde machen und wir gehen einfach ins Spiel? Also ich würde sagen, wir machen sowas wie eine Generalprobe. Wir spielen schon richtig, aber die Leute dürfen halt Fragen stellen, wenn sie was nicht verstehen. Danke. Ich würde jetzt auch ganz kurz am Anfang einmal ganz schnell die Regeln machen. Nicht so lange wie letztes Mal, sondern so wirklich ganz schnell. Und dann legen wir einfach direkt los. Nice. Okay, also, wir sind eine Crew auf dem Schiff. Es gibt gute Leute, die heißen Crew, und die anderen sind Imposter, sind böse, es sind zwei Stück. Die Crew muss versuchen, Tasks zu erledigen, also es sind einfach so mini kleine Aufgaben. Wenn sie das geschafft hat, hat sie das Spiel gewonnen. Die Imposter müssen versuchen, alle umzubringen. So, die Imposter haben aber mehrere verschiedene Fähigkeiten, die sie noch haben. Sie können Räume sabotieren, indem sie dann Systeme überhitzen lassen oder zum Beispiel die Räume schließen. Und wir müssen, wenn eine Leiche gefunden wurde, meldet man die und dann ist man in so einer Art Besprechungsraum und da bespricht man, ob man und wenn ja, wen man rauswirft aus dem Schiff. So, und das ist das grobe Spiel an sich. So, ihr habt auf Tab habt ihr eine kleine Map, da könnt ihr sehen, wo eure Tasks sind. Also benutzt gerne Tab. Und die Tasks sind fast selbsterklärend. Wenn ihr da mal ein bisschen länger dran braucht oder so und es nicht rausfindet, könnt ihr auch fragen, wie die Task geht. Wenn ihr aber zu oft fragt, dann ist es auffällig, dann denken wir wahrscheinlich, dass ihr uns verarschen wollt. Eine Sache, die noch wichtig ist als Imposter, ihr könnt diese Vents benutzen. Das sind Lüftungsschächte, mit denen könnt ihr euch schneller über das Schiff bewegen als alle anderen Spieler. Wenn ihr aber gesehen werdet, wie ihr in so einen Schacht reinspringt, dann ist natürlich offensichtlich, dass ihr Imposter seid. So, und es gibt eigentlich nur so drei Buttons. Map, Use, Sabotage und Kill oder so. Die könnt ihr alle einfach mal ausprobieren und einfach mal rumtesten. So, mehr will ich auch gar nicht erklären. Wir spielen jetzt einfach los und dann klären sich wahrscheinlich die ersten Fragen von selbst. Okay, und so, das vielleicht mit dem Muten noch sagen oder was? Ich habe zwei Leute, ich habe es nicht verstanden. Nochmal bitte. Gut, das traut sich keiner. Okay, ich versuche es mal aufzudröseln. Mit dem Muten hatte ich nur gemeint. Ich presche vor. Ja, das genau, muten. Also, ihr könnt. Am besten ist es, wenn ihr euch nur entmutet während der Phasen, in denen wir im Besprechungsraum sind. Mhm. Während der Rumlaufphasen, wo man Tasks erledigt oder Leute umbringt, darf niemand sprechen. Das ist wirklich sehr wichtig. Yep. Also entweder redet ihr einfach nicht oder ihr mutet euch, falls ihr mit eurem Chat reden wollt. Chat, okay, ganz kurz, wollt ihr, dass der Chat im Overlay ist? Ich habe den jetzt mal rausgelassen für die YouTube-Leute, weil es vielleicht eventuell da dann auch diskutiert wird. Ich lasse ihn lieber raus, ne? Im Ingame. Was sagt ihr, Chat? Wirklich mal ganz kurz mit offenem Mikro. Hatte ich vorhin noch überlegt, weil eventuell wird der ja da auch. Wenn ihr sagt, er hat es verstanden, ja, okay, dann starten wir eine neue Runde und machen es richtig, okay? Okay. Und jetzt bin ich Imposter, toll. Einfacher als man denkt, nur später gibt es dazu ein paar Kniffe und so. Have fun, Leute! Ja! Gleichfalls! Ach scheiße, das ist eine andere Map. Ich sehe gerade, wir spielen noch eine andere Map. Ich habe hier die neue Map. Aber wir spielen hier. Wollen wir nicht die normale Map spielen? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Können wir beim nächsten Mal... Ja, wir können die Lobby gleich neu machen. Okay, das geht... Okay. Also du kannst nicht die Map... Ich habe heute extra geübt, die andere Map. Was sagst du da, Lu? Wir können nur die Lobby neu machen, du kannst die Map nicht wechseln. Okay, lass uns das machen, ja? Lobby, weil ich glaube, wenn jetzt noch eine neue Map dazu kommt, wird es zu kompliziert. Ja. Danke. Ja. Okay, also, was ist passiert? Ich dürfte jetzt nicht mehr reden normalerweise in der richtigen Runde, weil ihr seht bei mir das X, ich bin tot. Und ihr müsst jetzt diskutieren. Timo. Genau. Das wollen wir raus. Was bei mir? Du warst. Also, Dalu ist immer der Imposter, das könnt ihr euch merken. Also, ja. Also, ich wollte Dalu. Ich Spaß auf jeden Fall. Wir wollen jetzt immer in der ersten Runde Dalu? Egal, ob wir wissen jetzt. Ja.
Ja, die Chance ist 1 zu. Ich hab gewotet, Dalu. 10. Ich hab vergessen zu voten. So, jetzt. Du kannst unten auch auf Skip machen, unten links. Geil, jetzt haben wir mehrere Donnies von letztem Mal und ich bin nicht der Donny heute, das ist geil. Und wenn ihr nicht wen voten wollt, immer skippen, weil kein Vote zählt halt wirklich als kein Vote. Dann können Trade euch überstimmen. Ja. Ah. Wieso kriege ich drei Stimmen? Weil du irgendwas. Das ist neu. So geil, Leute. Ihr könnt übrigens immer davon ausgehen, ich mache dann auch klar, Mute, gut, wenn ich so scheiße habe. Okay, jetzt geht's los. Direkt starten. Karte kenne ich auch noch ganz kurz zu erklären, also auch eine andere Karte, die noch gar nicht gespielt haben. Melli, drück mal Tab jetzt. Okay, Melli ist gerade in ein Loch gesprungen. Aber das ist doch auch eine andere Map. Ups. Was ist das denn für eine Map? Was hab ich denn gemacht jetzt? Warum bin ich denn verschwunden? Wieso spielen wir nicht die ganz normale Map mit Electric Room und sowas? Ja, entspann dich, wir spielen die normale Map gleich. Wir wollen nur ganz kurz einmal testen. Ich bin entspannt, okay? Okay, also Melli, pass auf, du bist Imposter. Hallo Melli, guck mal, du bist bei mir. Oh, der hat mich gekillt. Donnie umbringen? Sehr gut gemacht. Danke. Sehr gut mich gekillt. Du solltest jetzt von der Leiche weggehen, sobald du ihn umgebracht hast. Oder du kannst aber auch selbst reporten und sagen, ey, ich habe hier eine Leiche gefunden. Das muss irgendjemand gewesen sein. Das wird gleich geil, ich sag's euch. Ja. Eigentlich bräuchten wir am besten noch ein Zeichen, damit ihr mal checkt, wenn ich die Leute mute. Aber das seht ihr eigentlich auch oben links, ne? Man weiß auch, wer reportet hat. Da müsstet ihr jetzt sehen, bei mir, genau. Das ist nicht ganz so gut zu erkennen, aber da ist ein durchgestrichenes Mikro. Also damit ihr, ich finde, das sollte man vielleicht noch der Vollständigkeit halber sagen. Weil ich ja eh viel rede. Also wenn ich jetzt gerade mit euch, dann rede ich nur mit euch und ich rede jetzt nicht mit den Leuten dazwischen. Vielleicht war das dem einen oder anderen nicht klar. Weil das, wie nervig das denn wäre, wenn man so streamt die ganze Zeit. So, ja, danke für den Sub oder was geht ab, geiler Gag und so. Ach so, Leute, sorry, ich muss hier was den Leuten Aufgaben, reden. Und zwar eure Aufgaben fertig zu machen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie die Crew gewinnen kann, außer die Imposter natürlich rauszuwerfen aus dem Schiff. Das heißt, wenn ihr tot seid, bitte weiterspielen. Ich meine, hat jemand schon die Gags entdeckt, die ich hier eingebaut habe in den Screen? Und einfach die Aufgaben weitermachen. Das ist lame, dass ich es anspreche, wahrscheinlich schon. Man kann durch Wände als Geist auch durchfliegen. Also man muss dann nicht den normalen Weg. Ich habe ein bisschen die Gags geupdatet, könnte ja sein, dass er nicht drauf geachtet hat. Ihr seid schneller, ihr könnt überall schnell hin, ihr könnt eure Tasks schnell abarbeiten. Und wenn ihr die Tasks alle fertig habt, könnt ihr halt den Imposter beobachten oder irgendwas Perverses machen. Ja, starte immer mit OK-Chat, dann wissen wir Bescheid. Finde ich gut. Ich versuche, das zu machen. Hat doch jemand Fragen darüber hinaus? Nope, alles cool. Ja zu sagen. Wir machen warum, einfach warum mal. Warum stimmt Dalu jetzt nicht? Weil Melli davon nicht gewotet hat. Genau, Melli kann mal. Sorry, ich war gerade, ich war tot. Eider. Ja? Ja? Ich merke mir das. Ach geil, das hat jetzt hier so eine Lava-Animation. Ich ein ganz schlechtes Gefühl bei dir, Funk, heute. Okay, Chat. Wie fühlt sich an wie okay, Google oder so? Okay, dann würde ich. Ah, genau. Und jetzt seht ihr, was passiert, wenn jemand Sabotage drückt. Also jetzt hat ein Imposter Sabotage gut, drückt. Macht er aber gut, Matthias. Finde ich, dass er das erklärt. Und das ist gar nicht so einfach, so eine. Also jetzt mal ohne ich weiß, manchmal machen wir oder gerne uns so ein bisschen schlagfertig, Schlagabtausch machen. Aber ich muss echt sagen, das macht er gut. Das ist gar nicht so einfach, so ein Ding zu leiten von 10 Leuten und jeder redet dazwischen und so. Und vor allem sind es ja die meisten Streamer, das heißt, hier sind nicht die Leute, die ruhigsten sind. Macht er gut. Paar Herzen in den Chat für Matteo, komm. Aber ich finde die so riesig. Ist irgendwer an dem Linken? Nee, ich glaube nicht. Ja, nee. Ah, ich sehe eine Eins und keinen einzigen Chat. Herz. Ja, stimmt, Melli ist da, gut. Doch ein paar, alle machen eine Eins, ihr seid zu schweine. Aber Melli kann schon Leute umbringen, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich hab den Knopf mit Kill gefunden, ja. Die Aufgabe als Geist war der, ja, das ist gerade nur ein Smurf, also, das ist gerade nur eine, die spielen wir nicht zu Ende, die Runde, wir sind auf der falschen Map. Das ist nur Erklär-Map quasi. Wir spielen einfach. Ich bin jetzt mal ruhig. Yes. Ja. Yes, let's go. Jo. Okay, ja. Cool. Danke. Okay. Not. Aber au! Okay. Wir drücken jetzt Quit, ne? Ich fällt gerade auf, ich hätte trotzdem vielleicht ruhig sein können, weil vielleicht einige Leute das hätten wollen hören. Dann hören wollen. Was hat das für einen Hintergrund, dass wir auf Amerika jetzt spielen? Jetzt ist ja so. Jetzt Server sind ungefähr so oft online wie Vodafone Internet. Bei mir hat es verabschiedet, insofern. Ich bin alleine hier. Neustart. Ich bin Booster der Kiste, genau 5 Minuten down. Achso, scheiße, es geht neu. Ich muss. Okay, ich kann raus, ne? Ich bin jetzt hier alleine, oder? Ja. Schade. Das heißt, theoretisch habe ich gewonnen, oder? Nee. Glückwunsch. Nee, das stand doch da. Also die Imposter haben doch gewonnen. Achso, stimmt. Okay, das heißt, jetzt gehen wir raus. Return. Nee, Leave Game. Dann gucke ich mir mal das Passwort an. So. Guten Tag. Da ist es ja schon. Nice. 7 von 10. Nordamerika auch, ne?
Und großes Danke an Dalu, dass er sich hier die ganze Zeit... Oh, da sind sie schon alle. Komm mal, nice. Komm ich mal an und sag Hallöchen. Die beamen sich hier rein, oder was passiert da eigentlich? Ja, ne? Leon, okay. Geile Mütze, gefällt mir sehr gut. Danke, Dalu. Finde ich stark. Blume. Bist du Jäger? Naja. Wächst sie aus deinem Ohr eigentlich? Ja. Ah, okay. Das ist doch die Mütze. Willst du mal die Wurzel sehen? nee, komm mal hier, dann komm her. Ich zeig dir die Wurzel. Weg von mir. Doch, komm mal her. Nee. Eine Person fehlt noch. Ich bumse den Matteo, ich bumse den Matteo jeden Tag. Melly fehlt, oder? Melly fehlt, ja. Ich bumse den Matteo hinten rein. Hallo. Matteo, lass dich bumsen von mir. Super. Ich bumse den Matteo. Okay, jetzt richtige Runde. Good luck, have fun, würde ich sagen. Ja, geh her, live. Jetzt will ich noch die erste Runde. Jetzt fahren wir dahin, wo wir hinfahren. Okay, Leute, jetzt ist los. Ich hab gemutet. Heute fährt die also mich gemutet. Okay, wir muten nicht. Wir sind Crewmate. Vergesst Let's go. Aufgaben machen. Aufpassen. Geh mal zu Navigation. Dankeschön für das Abonnement. Machen wir mal hier ein bisschen Kontrolle hier, ne? Ja, wie geht das nochmal? So. Ja, Heider, kannst du dich bitte muten? Man hört ja sogar dein Klicken. Mensch. Ich klicke leise. Jetzt aber. Das ist das Einzige, guck mal, jetzt wurden wir gerade sabotiert, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die Sicht jetzt weniger ist. Fix Lights. Oder wir haben uns nicht drum gekümmert. Das weiß ich noch nicht genau, was da was ist. Sorry. So, da fehlen mir noch einige so Kleinigkeiten. Okay. Wir wissen gar nichts. Ich sag gar nichts. Wer ist denn da schon tot? Melly ist tot. Melly soll doch das Spiel lernen, Leute. Okay, ich gebe euch mal meinen Input. Also, hat jemand was gesehen? Nein. Also, ich war komplett rechts im Schiff. Ich bin raus. Dalu, was hast du denn gesehen? Hast du gesehen? Ja, wenn ich nicht gesehen, aber ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich weiß nicht, wo der scheiß Report-Button ist. Ich hasse es. Ja, ich glaube, aber dann bist du weggerannt, weil du den Report-Button nicht gefunden hast. Die Frage ist, wie lange er jetzt solche Sachen sagt mit, oh, sorry, ich habe den Report-Button nicht gefunden und so. Das ist schon sehr Imposter-mäßig. Genau, letzte Woche konntest du auch reporten. Ich habe nie was, wann habe ich was reportet letzte Woche? Aber warum bist du von der Leiche weggerannt? Du hättest ja sagen können, ich Angst vor Blut habe, was weiß ich nicht. Okay, also ich würde jetzt hier einfach mal reinschießen. Willst du skippen oder sollen wir oder direkt? Nee, ich skipp nicht. Umso schneller der Imposter weg ist, umso länger. Ja, ich würde auch sagen, Fangster. Fand ich auch ein bisschen auffällig, dieses ich weiß nicht, wie man reportet. Also da hat Dalu so ganz und gar, er hatte gerade Geburtstag und. Da war die Leiche noch nicht mal kalt, da wurde er schon. Nee. Die hing nur mit der rechten Hand an Fangs Bein. Ja, aber eine Sache, also der Wort läuft jetzt noch, ne? Eine Sache, die noch interessant ist zu wissen, es ging direkt das Licht aus. Ich glaube, der zweite Imposter Timo? Ist jemand, der das schon öfter gespielt hat. Ja, sehr gut. Ja. Gute Beobachtung, stark. Ja, und deswegen, also, wir müssen sehr gut. Nice. Gut gespielt. Ey, wir sind auch nicht gecallt, ne? Es war kein Scheiß mit dem, dass er gesagt hat, dass er nicht weiß, wie man reportet. Ey, wir sehen aber wirklich wenig, ne? Bitte muten. Achso, bin ich im Game wieder? Sorry, ich war wieder Vollbild die ganze Zeit, ne? Das war gut von mir. Guck mal, ich muss jetzt ein bisschen mich dann auch ein paar Mal selber loben jetzt. Nicht falsch verstehen und sagen, ich denke, ich bin der Geilste, sondern ich brauche das als Eigenmotivation, weil ich letztes Mal so schlecht war. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, gut gemacht. Weil jetzt weiß ich mehr, worauf man achten muss zum Beispiel. Also das wollte ich damit sagen. Das check ich jetzt. Und er hat schon auch sofort ungefragt halt gesagt so, ich weiß gar nicht, wo der Report-Button ist. Und das fand ich schon auffällig. So. Da stoße ich auch mal auf. Zur Feierung. Feier des Tages. Feierung. Das finde ich immer doof, dass man hier jetzt nicht sieht, was passiert. Aber das ist mit Absicht auch so, ne? Dass man hier jetzt nicht so checken kann. Jetzt könnte ja sich einer anschleichen, ne? Machen das wahrscheinlich Profis, dass die hier so lang kommen, weißt du, so... Und so wissen, warum, oh oh. Ah, ich hab's. Ja, ich kann's ja sagen. Leute, ich sag's ganz kurz, ich ergreif sofort, das war's, tut mir leid, ich muss es schnell loswerden. Leon ist es hundertprozentig, Leon hat mich gerade gekillt. Was? Hä? Donnie? Leon hat mich gerade gekillt. Donnie, du darfst nicht sprechen, wenn du tot bist. Ja? Sprechen, aber... Oh nein, scheiße. Oh nein. Okay, oh, es tut mir leid, ich hab die Runde voll kaputt gemacht. Oh, es tut mir leid. Okay, also ignorieren wir das kurz. Das tut mir so leid. Ich werd so rot. Ich bin so, oh mein Gott, ich werd so rot. Guck mal, mir ist es so unangenehm, ich schwöre euch, das tut mir so leid. Also Jungs, das tut mir so leid, ich weiß nicht, was los war, mein Gehirn war komplett. Gewesen sein. Nein, ich hab ihn noch wirklich gesehen, wie er gerade gemordet hat. Okay.
Aber bin mir nicht ganz. Es tut mir wirklich leid, Leute. Also wirklich, sorry, Audio sorry. Ich will das Spiel nicht kaputt machen. Das war echt. Dürfen wir noch sagen, wer es war. Ja, ja. Wenn du gerade noch so umfällst. Weißt du? Ja. Hey, Leute, es tut okay, mir wirklich groß. So leid. Das war echt kein Scheiß. Es war Leon. Hey, ich. Pass auf. Leute, ich hau zur Strafe töten. Jetzt gleich 10 Gifted Subs in Chat danach. Werden, zur Strafe, ja, wirklich. Ich hau jetzt, sobald Zeit ist, hau ich 10 Gifted Subs raus. Es tut mir wirklich leid. Fest einfach. Hey, Leute, nochmal auch geil, an euch. Es tut mir wirklich leid. Ich hab das jetzt ohne Scheiß. Ich hab das wirklich einfach. Weiß auch nicht, mein Gehirn war kurz aus. Ich, hab's, nee, ich war so aufgeregt. Ich hab's gewonnen deswegen. Ja, sorry, aber es tut mir wirklich leid. Es kommt nicht nochmal vor. Wirklich, sorry. Kein Ding. Okay, geil. Cool. Dann würde ich sagen, sobald alle in der Lobby sind, darf ich gerne drücken und in der Ecke. Das war aber auch eine schlechte Runde, Leon, von dir. Ja. Nicht mehr, aber. Oh Mann, und in der Ecke nochmal gesagt habe, Donny braucht Aufmerksamkeit. Nein, Mann, wirklich nicht. Ich hoffe so sehr, dass die Leute das nicht denken. Ich habe gerade eine Aufgabe. Ich brauche Aufmerksamkeit oder so. Es war wirklich verpeilt. Ich schwöre es euch auf alles, was mir heilig ist. Ich habe es wirklich verraten. Das ist das Letzte, was ich machen würde, irgendwie das Spiel sabotieren, damit ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme oder jetzt im Mittelpunkt stehe. Wirklich, Leute. Tut mir echt leid. Das war einfach verkackt. Dann drücken. Alles klar. Danke. Wir sind 10 von 10. Ich würde sagen, nächste Runde. Ja. Auf geht's. Yo. Auf geht's. Mann, sorry einfach, sorry. Und das reicht jetzt auch. Ich habe jetzt genug. Es tut mir leid. Ich hau, wie gesagt, bei der nächsten Gelegenheit hau ich 10 Gifted Subs raus als Strafe für mich selber. Okay, Aufgaben lösen. Chillen. Mann, ey, das kann nicht wahr sein, dass das gerade passiert ist. Ich glaub's nicht. Was macht man hier? Manche sind immer noch neu für mich, manche Spiele. Soll man da alles abschießen, oder? Ist okay, ja. Timo steht da ganz schön verdächtig. Okay. Oh. Heider, du bist noch nicht gemutet. Ich weiß, ich lach bloß manchmal, um euch zu zeigen, dass ich Spaß hab. Okay, wie ist das denn passiert? Warum, ich weiß nicht, was da gerade los war, jetzt ohne Witz. Ich bin nicht besoffen, ich bin eigentlich auch nicht so super aufgeregt. Ich habe wirklich einen kleinen, kompletten Gehirnaussetzer gehabt. Ich weiß nicht warum, es ist echt mir unerklärlich. Aber es ist typisch auch so ein bisschen, gerade wo ich heute zeigen will, dass ich das Spiel verstanden habe, dass dann sowas passiert. Ey, es ist wirklich... Egal, abhaken jetzt. Ihr müsst mir einfach glauben, wenn ich sage, es war nicht mit Absicht. So, hier. Ich muss immer noch sehr viel auf die Karte gucken, leider. Ich bin noch nicht so ganz intuitiv mit, wo was ist. Das fehlt mir noch ziemlich. Aber ich gehe jetzt einfach den gelben Pfeil mal nach. Ich glaube, das ist einfacher, ne? So, und jetzt passiert nicht viel, wo ich bin. Okay. Ich sag nichts. Ich sag am besten einfach nichts, glaube ich. Okay. Heider. Einfach nur los im Flur rum. Heider ist tot. Das ist bedauerlich. Hat jemand Infos, die wirklich zu was führen? Nein. Also, die wirklich, nein, ich war ganz alleine auch. Als das Licht aus war. Wer stand neben mir? Ich stehe neben Donny gerade. Okay, warte mal, wo stehst du denn? Im Kommandocenter an der Wand. Okay, Donny, versuchst du gerade Zeit zu kaufen, damit der Vote durchläuft, damit wir nicht voten können? Was machst du gerade? Ey, ich bin eventuell ist es dumm, aber ich bin gerade so, dass ich sehe ja nicht, wo ich bin. Und als ich meiner Meinung nach, als ich gerade, bevor dieser Bildschirm kam, habe ich niemand in dem Raum gehabt noch neben mir. Ah, okay. Leon, ich habe eine ganz kurze Frage. Wer war mit dir im Cockpit drin? Leon, warst du das oder war das Timo? Ganz am Anfang war ich im Cockpit, Timo, ja. Timo war bei dir und ich war auch gesehen. Ganz kurz. Melly habe ich nicht gesehen. Ich will nicht, dass ihr mich spoilert, aber. Das Problem war, ich bin aus dem Cockpit. Check mal, was ich gerade meinte. Der ist doch nicht in dem Raum gewesen, oder nicht? Rein. Das Cockpit ist sehr klein, hat nur einen Eingang oder Ausgang. Das check ich nicht. Warum sagt er, dass er mit mir im Raum ist? Lauf kurz wieder zurück, als Timo auch reingelaufen ist und Melly ist weg. Das heißt, Melly muss entweder an mir vorbeigesneakt sein wie der Ultra-Ninja oder sie hat einen Lüftungsschacht genommen. Oder Melly habe ich aber vorm runden Ende, also ungefähr dann, wo du reported hattest, vor Mad Bay gesehen. Wissen wir jetzt eigentlich, wo die Leiche war? Also da, wo ich... wo war die Leiche? Heider, wo bist du gestorben? Ich beschwöre die Toten. Ich höre Geister, ich höre Geister. Also eine Sache, warum hat Melly schon gewotet? Also, als das Licht ausging, bin ich runtergegangen. Ich war vorher in Navigation und habe den Upload gemacht. Ich bin zum Licht gegangen, Heider ist mit mir gegangen und Funk ist weitergegangen am Licht vorbei Richtung Reaktor.
Heiders und danach Richtung Reaktor gegangen und gestorben an den Kameras. Er redet aber sehr lange. Okay, Skip-Vote. Skip mal bitte, schnell. Aber Max war der Einzige, den ich in die Richtung habe. Wer ist denn Red Panda? Wie heißt du denn im Game? Können. Red Panda, sorry. Wer kennt das noch nicht? Timo oder wer? Timo, ja, ja. Timo, okay, sorry. Ja. Nein! Timo. Nein, Timo. Timo oder Tiamo, Timo. Okay, alles klar. Na, weiter geht's. Warum hat ein Melli für... Okay, mute. Warum hat ein Melli für... Okay, das hat er bestimmt mit Absicht gemacht. Der spielt so oft, das macht er nicht unabsichtlich. Ich glaube, das hat er auch mit Absicht gemacht. Aber vielleicht bin ich auch zu paranoid mittlerweile schon. Wo ist... Okay, ach so. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt da am besten abbrechen soll den Task und dann lieber sich um das Hauptproblem kümmern muss und so. Solche okay, Sachen weiß ich noch nicht. Beendet offensichtlich. Es ist wieder wie letztes Mal. Ich laufe niemand über den Weg. Gemutet. Die muten sich immer nicht, die Leute. Immerhin kriege ich das hin. Dalokat. Okay, wen haben wir noch gesehen? Matteo Dalokat war in der Nähe. Matteo Dalokat Sepp. Okay, Leute, ich kann direkt in Schutz nehmen. Matteo Dalokat und Sepp, die waren gerade genau in meiner Ecke. Wir waren alle zusammen da. Wir waren es alle auf jeden Fall nicht. Stopp. Donny, du bist tot, bitte. Erstmal nicht mehr sprechen, wenn du tot bist. Hä, ich hab nicht gecheckt, dass ich... Wieso? Sorry, dass ich mich gerade nicht gemutet habe, aber... Okay, erstmal ganz, ganz kurz. Also, Donny ist tot. Das war jetzt... Also, die Information ging jetzt nur an Donny, damit er es weiß. Er weiß es jetzt. So, jetzt... Hey, Leute, ich schwöre euch, ich hab nicht mal gesehen, dass ich gestorben bin. Nee, wirklich, ohne Witz. Ey, langsam. Ich bin gerade gemutet. Leute, nee, nein, bitte. Ich krieg jetzt langsam Schiss. Dass sie jetzt denkt, ich troll das Game. Ich hab nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Ich hab nicht wahrgenommen, dass ich gestorben bin. Ich hab auf was anderes geguckt. Ich mach die mal alle mute. Es ist mir wichtig, dass das alle wissen. Ey, ich krieg, ich glaube, es ist alles vorbei jetzt gerade. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Guck mir in die Augen, wirklich. Ich schwöre drauf, dass ich gerade, als ich da unten war, in diesem Raum, nicht drauf geachtet habe, auf meine eigene Figur, die irgendwie killt. Ich glaube, da fehlt mir noch die Erfahrung, genau darauf zu achten, wo steht, wer gekillt worden ist. Oder ob man selber gekillt worden ist. Und ich habe nur gesehen, a body was found. Und deswegen habe ich halt sofort gelabert, weil ich halt genau diese Info mir schnell... weil eigentlich der Ansatz war von mir sozusagen zu sehen, die waren da in der Ecke und die will ich sofort in Schutz nehmen. Dankeschön. Oh Mann, ey, sorry. Ey, ich hab's nicht... Ich check es nicht. Das kotzt mich jetzt selber an, dass ich das zweimal hintereinander gemacht habe. Ich nehme mir den anderen auch den Spaß daran, aber ich mach das nicht mit Absicht. Aber einfach kurz immer warten, ne? Aber wo... Ja, einfach besser. Ich muss einfach warten. Ich mache jetzt Geist. Oh Mann, du wirklich. Das ist mir so unangenehm gerade, wirklich. Ich habe aber jetzt schon... Ich ja, auch. Matteo, ich werde okay. An dich denken. Aber denk bitte an Dalokat, er war's. Ich hab's halt gesehen. Killanimation. So, let's see. Ihr Schwein, ich hab's ja. Deswegen sollte man Justiz immer Gerichten überlassen. So. Ernsthaft? Nee, das Ding ist, Maddie wurde eben gerade getötet, als sie gerade reporten wollte. Deswegen war sie ausgegraut. Maddie ist auch tot. So, ich hätte nämlich auch gesagt, dass es Dalu hätte sein müssen eigentlich. Der aber gut, Maddie. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich bin bei Oxygen gewesen, hab Oxygen gefixt, als gerade der Alarm war. Und Dalu hat es nach rechts mit Maddie gegangen, so Richtung Cockpit. Und jetzt war Maddie eben gerade tot. Deswegen. Okay, darf ich kurz was sagen, bevor ihr votet? Leon will mir gerade einen Mord zuschieben an einer anderen Person. Ganz kurz, ich glaube, die haben tatsächlich die Infos jetzt schon wieder vergessen, die kriegen noch eine gute Runde hin, aber ich wollte es nur ein letztes Mal noch sagen und dann bin ich auch ruhig. Es ist auf jeden Fall mein Fehler gewesen. Ich bin ab jetzt einfach immer ruhig, nicht direkt am Anfang was sagen. Es ist mir sehr, sowas, Leute, die hier öfter gucken, wissen, mir ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr klar ist, dass ich das nicht mit Absicht mache und irgendwie die Leute den Spaß nehmen will. Das ist mir sehr unangenehm. Zwei Runden hintereinander ist echt übel. Aber lass uns bis jetzt Fun haben. Ich gebe mir echt Mühe. Ich werde einfach immer einfach erstmal warten und ein bisschen gucken, wer ist eigentlich tot und so. Das ist einfach, ich war zu voreilig. Okay, let's go. Aha. Ah, okay. Überraschung. Nice. Mein Chat hat das schon gecallt, bevor die Runde angefangen hat. Das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Melli, okay, du musst deinen Chat ausmachen. Jetzt machen wir aber richtig fleißig die Aufgaben, um sowas wieder gut zu machen. Ich nur rein, wenn ich tot bin, du Nase. Das ist in Ordnung, okay. Weitermachen. Mhm. So, ne? Und dann langsam.
Mann, was ist denn heute los mit mir? Ich weiß nicht, warum ich so verpeilt bin. Overlay? Danke für den Hinweis. Also besoffen bin ich übrigens nicht, falls das so rüberkommt, weil ich gerade ein Bier trinke. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Warum bin ich denn so verpeilt? Das ist echt übel, Leute. Ich weiß auch nicht, was los ist, Mann. Oh, ich hoffe, ab jetzt wird es nur noch geil. Was muss man bei dem machen? Das nur das eine hoch? Das war's? Okay. Okay, wir machen alle Aufgaben jetzt. Ich mach mal mit, einfach mit der Map offen. Ich habe vorhin zum ersten Mal in meinem Leben CBD-Öl mit so einer Pen-Stick. Kann das da an? Jetzt ohne Witz, also es kommt schon so rüber, als würde ich so vor Gericht stehen. So, her, ich bin nicht schuldfähig, okay. Aber macht das einen dann so verpeilt? Ich bin mir zu 90% sicher, dass es Max ist. Warum? Also, als das Licht gerade ausging, war Timo mit mir in Admin drin. Vor 20, Donny fickt euch. Ich bin dann Richtung Leit gegangen und Max kam mir gerade entgegen, war dann alleine mit ihm im Raum. Danach wurden alle Türen, die dahin führen, auch zugemacht, eben gerade. Aber der ist gut. Warte mal, die Leiche war bei Admin, oder was? Donny, jetzt ist das wieder so ein Ding, was ich nie loskriege. Ich bin direkt nach Leitz dahin gegangen, als du vor der Tür standest bei mir. Weil Sepp ist jetzt auch gerade. Verdächtig, dass der da war. Und das, was du gerade beschreibst, ist direkt am Anfang gewesen, dass wir im Admin-Raum waren. CBD ist legal, Leute. Das ist einfach nur zur Beruhigung für Leute mit Anxiety, was ich halt bin. Ja, seit 5 Minuten. Oder mit Unentspanntheit. In meinen Augen bist du auch der Heiderkill ganz am Anfang gewesen, weil du nach links. Kann schon, Donny. Der grüne also Lord. Nach meiner Ansicht nach ist es Max. Meiner Ansicht nach bist du, weil du sagst, der also war da. Ich hab grad Dalu rausgebaut, der Imposter war. Hey, Digga, ja, das ist doch heil. Was? Ich hab über Dalu gesagt. Ja, ich hab jetzt den Overlay gemacht, weil. Was? Und Dalu ist doch nichts zu sehen, ne? Ist nicht also. Was war das? Weiß ich gar nicht. Ja, war ja. Kurze Frage, also Sepp ist noch gemütet, aber Sepp, du kamst doch jetzt, glaube ich, aus dem Reaktor, oder? Links. Nee, ich kam links aus dem Reaktor und dann Electric, genau, da war genau, warst ja, das du und ich Leon nämlich, war auch da. Genau, das habe ich auch gesehen und Leon war eingesperrt, wegen genau. Da drin. Genau, ich habe Licht gefickt. Also, wie gesagt, Leon hat für Dalu gestimmt. Ey, Leute, jetzt wirklich Chiara nächste Runde wird Hammer. Mir. Verspreche ich. Also... Ich wollte ursprünglich auch direkt zurückgehen. Also aber ich hab Spaß. Ist, ich wollte ja, die Augen sind jetzt rot, wenn ich die ganze Zeit lache. Ja, aber gut. So lange her, das finde ich so an den Haaren herbeigezogen. Aber okay. Wir fangen jetzt an, aber wir müssen ihn leider rausschubsen. 420, Donny, das ist immer noch. Das ist gut. Nee, tut's dir nicht. Nee, tut's dir nicht. Mal gucken, ob es mir jetzt leid tut. Nein. Okay. Nice, well played, GG. Das war wirklich ewig her. GG. Das hat gut gespielt. Aber ah, herrlich. Sepp, ne? Ich hab's dir gesagt, dass Dalu hey, war und du glaubst Bruder, mir nicht. Ich hab Dalu nicht mal gesehen. Du hättest mir alles erzählen können und da habe ich ja, eher. Ja, aber du hast mich ja gesehen. Ja, ja nee, hat er nicht. Das war, glaube ich, auf dem Desktop, um im Discord zu gucken, dass der Heider nicht gemutet ist, weil als ich an ihm vorbeigerannt bin, hat er sich nicht bewegt. Das habe ich schnell wieder. Dalu, warum hast du den Kill gemacht? Ich habe vergessen. Gesehen? Nee, ich hätte das locker in die Schuhe schieben können, hat ja auch geklappt. Ich habe vergessen, dass wir anzeigen. Wen wir rausschmeißen, welche Rolle er ist. Hätte man nicht gewusst, dass du Inno bist, jetzt denke ich die ganze Zeit, dass ihr denkt, ich bin übelst high. Ja, Leute, ich bin nicht high. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, und ich versuche mal nicht als Erste zu sterben. Natürlich macht es nicht high. CBD ist einfach nur wie so Baldrian oder so. Scheiße. Aber das Dasein als Geist ist auch wirklich sehr friedvoll. Ja, schön durch die Mauern durch und Aufgaben lösen. So. Oder weil da lernt man das Spiel auch ein bisschen, weil da lernt man die Tasks. Was ich wollte eigentlich ohne mitzuspielen. Wie die Map aussieht und sowas, das ist gar nicht so schlecht. Guckt ihr immer am Anfang erstmal, wo die Ausrufezeichen sind und dann einfach direkt dahin gehen? Oder wie macht ihr das? Timo. Dass ich den vorhin auch Tiemo genannt habe. Jetzt habe ich zum Beispiel nicht darauf geachtet, wer da unten hochgegangen ist, aber es... Also jetzt gucken. Tiemo und Matteo sind bei mir in der Nähe hier. Matteo, ein bisschen verdächtig fand ich gerade. Ich gehe mal Navigation. Okay, jemand hat das Licht ausgemacht. Das ist dann, wenn ich es richtig verstehe, ein Sabotage gewesen von einem Imposter. Das habe ich mir vorhin von der Community erklären lassen. Okay. Noch kenne ich die Karte nicht so intuitiv. Das ist immer ein bisschen nervig. Ich muss immer tatsächlich wie so eine Oma oder ein Opa. Whatever. Nachgucken, wo ich hin muss. Okay, niemand. Nö, ich hab da eine Leiche gefunden. Ah, wer hat die Leiche gefunden? Dalu hat die Leiche gefunden. Dalu. Aber, okay. Aber jemand hat die Leiche übersehen. Timo hat die Leiche übersehen. Wie kann das denn sein?
Das liegt an meiner Brillenstärke, würde ich sagen. Ich habe gerade die Brille beschlagen. Und das ohne Maske. Dalobert, hast du vorhin gesehen? Beschreib mal kurz. Ja, also vorne im Cockpit liegt die Leiche. Die habe ich gesehen. Also ich habe gesehen, wie Licht aus war. Du hast sie gesehen. Als Licht aus war, wollte ich kurz die Stromkabel machen. Und dann, als Licht wieder anging, stand Timo neben mir, der wild um mich rumgelaufen ist. Und ich dachte, ich bin jetzt abgemurkst. Dann bin ich weggerannt und habe aber nochmal um die Ecke gelinst, ob noch was passiert. Und zack, da lag Leon. Und wer war das jetzt? Ich glaube, Timo hat Kill-Cooldown gehabt. Ja, Timo, was sagst du zu deiner Verteidigung? Zu meiner Verteidigung sage ich, dass ich es nicht war. Und oh, nice. Das geht vor jedem Gericht in Ordnung. Ich war wirklich nicht. Ja. Ich schwöre. Ja, aber nehmen wir mal an, ich glaube, Timo, ich habe noch eine andere Frage. Warum hat Sepp gesagt, er hat die Leiche gesehen? So, das ist doch der Punkt. Da wollte ich nicht schon drauf hin, weil ich noch neben dir stehe. Nein, du warst super weit links von mir. Du warst gerade so in meinem Sichtschatten. Und die Leiche lag ganz rechts in meinem Sichtschatten. Was ich mich gerade frage, warum sind die alle immer in einer Ecke? Und ich immer alleine auf dem Schiff. Das checke ich noch nicht so ganz. Was war die letzte Aufgabe, die du gemacht hast, Sepp? Kabel. Welche Kabel? Kabel. Der Zeuge ist hiermit entlassen. Kabel, wenn du unten. Wenn du beim Cockpit nach links gehst, ich weiß nicht, wie das heißt. Cockpit nach links, ja. Ja, da ist ja so eine Cockpit kleine. Okay. Genau, aus dem Cockpit raus nach links, da ist ja so eine kleine Ecke. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also, ich würde nicht für Timo voten, weil ich Ich würde auch nicht für Timo. Er hat gesagt, er war es nicht. Also, kann das nicht gewesen sein. Ja, Politiker, ich glaube ihm. Melli war es anscheinend. Was sind denn die Mindestwortzahlen, damit einer rausfliegt eigentlich? Mehr als alles, also nur Überzahl. Okay. Mhm. Genau. Und dazu gehören auch die geskippten Votes. Also wenn du skippst, muss das auch weniger sein als... Okay, gut. Ach, okay. Muten? So, ich dachte, man muss das auswählen. Ich bin gemutet, die nicht. Ja, der Donny macht's wieder richtig, ja. Das ganze Spiel über mache ich halt alles. Bin ich der Einzige, der hier richtig spielt, ja. Und irgendwie das Spiel ernst nimmt und irgendwie keine Fehler macht. Und ständig sind die nicht gemutet oder verpeilen halt die Cooldown oder keine Ahnung. Ja, der Gag ist vorbei. So, ich mache hier einfach wie immer mal gemütlich meine... Okay, Timo und Fangster. Fangster steht da. Seht ihr meine Maus? Jetzt weiß ich nicht, ob ihr die Maus seht. Habe ich bei OBS nicht gecheckt. Aber da kann ich ja ein bisschen zeigen immer auch. Muss ich nachher mal checken. Beim nächsten Spiel müssen wir zwischen den Spielen mal klären im Chat. Jetzt könnt ihr gerade nur Emotes ballern. Ist auch gut so. Dalokat, Timo. Verdächtig finde ich den. Okay, Dalokat ist nach rechts gegangen. Hier ist Timo. Timo ist mir sehr verdächtig. Na, was gibt's? Okay. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Timo, und diesmal, ich bin zum Glück nicht tot, übrigens sorry nochmal für die Runde, ich habe es einfach verrafft. Timo finde ich, ich weiß nicht, ob man das auch, ob das was bringt, wenn man das sagt, aber ich finde Timo sehr verdächtig. Immer so um mich rumgelaufen, hast aber nicht einmal irgendeine Aufgabe gemacht. Ja. Ich habe sehr wohl Aufgaben gemacht. Ich habe gerade noch die Karte durch dieses Lesegerät gezogen. Stand immer nur in meiner Nähe und hast mich so angeguckt. Können wir uns anhören, warum Heider den Alarm ausgelöst hat? Das ist das Problem. Ich hab dich gerne. Heider? Also Flo? Flo. Ja, Flo, du bist gemutet. Du kannst viel erzählen, aber du musst dich ja muten. Timo hat gesagt, er sieht schlecht. Das ist doch das Schlimmste. Also wirklich, für mich ist so. Alter, ich hatte hier voll das Intro gerade. Na gut. Hallo. Hallo. Ich hab voll gerade ins Mikro geplärrt, dass ich bitte auch was sagen will. Ja, red doch noch länger drüber. Ja, gut, also lass uns mal Zeit. Wir haben 60 Sekunden, weil ich brauche nur einen Satz hier. Ich habe Melli in einem Lüftungsschacht verschwinden sehen. Ja, so, oh, bitte. Baby. Oh, Heide, ja, dann ist doch... Heide, ich glaube... Wo denn? Let's go. Dadurch, dass wir confirmen... Matteo direkt, let's go, das reicht mir als Input. Yeah. Aber mir auch, Melli. Ja, muss ja, wir sehen ja, wer was ist. Also... Ja. Das wäre ja trotzdem gut zu also wissen. Also fürs Protokoll, ich lasse mich nicht von Matthäus billigen Tricks beeinflussen, aber ich werde jetzt auch Melli, weil ich fand, die Schilderung, dass sie in einen Schacht gestiegen hat, klang für mich sehr überzeugt. Danke. Ja. Aber ich fand übrigens Matteo in dem gleichen Zuge auch sehr verdächtig. Ja, das ist verdächtig, dass du da gleich so rumschreist. Dass du gleich sagst, so, ja, komm, let's go und so. Aber warum sollte der Alarm drücken? Würde ich sagen. Ich glaube, Matteo, nächste Runde, mach mal. Was ist denn Quatsch? Wir müssen halt ausstellen, dass wir sehen, wer was ist. Weil selbst wenn Melli jetzt Inno ist, dann schmeißen wir Heider raus.
Was? Dann haben wir richtig. Ja einen. Bis um mich. Das ist richtig, das ist richtig. Okay, das habe ich nicht verstanden, aber ich war es nicht. Und danke, dass ich nicht gewählt wurde. Kein Problem. Was? Ich dachte, wir sitzen mal gewählt werden. Das ist aber ein Satz, den du wahrscheinlich eher selten sagst. Ja, aber nicht heute. Ja, guck mal, hat der Heider doch richtig gesagt. Dankeschön, Sieb, danke für dein Vertrauen. So, bin wieder mute. Heider. Timo? Der ist, den habe ich ja immer noch auf dem Kicker. Ey, aber Funkster, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wir kennen uns nicht, noch nicht so. Also noch nicht. Kann ja noch werden. Weiß nicht genau, wie sein Real-Life-Name ist, aber der ist ja auch, der gefällt mir gut. Der ist sehr emotional. Der geht immer richtig geil. Der geht richtig geil ab immer. Jetzt lass mich doch mal ausreden oder red mal weiter und so. Das gefällt mir. Das ist so einer, mit dem, glaube ich, mit dem würde ich mich gut verstehen. Ich mag emotionale Menschen. Den mach ich immer, den Scheißkanister. Warum mach ich immer den? Warum bin ich immer alleine eigentlich? Bei mir ist nie Action. Ich bin immer irgendwo alleine und mach meine Scheißaufgaben mit meinem dummen Partyhut und laufe hier so rum. Okay, das war ein guter Moment gerade. Electrical bin ich jetzt. Okay. Guck mal, hier nie ist irgendjemand da. Okay, Heider. Timo und Heider. Timo Electrical, Heider in die Mitte. Ich versuche mir das ein bisschen zu merken immer. Ich mache mal hier den Kanister rein in die Scheiße. So, Fix Lights muss ich jetzt noch schnell machen. Wo bin ich denn? Ne, da geht's ja nicht lang. Da muss ich jetzt hier lang. Electrical nochmal rein. Aber da haben wir. Wir haben bald alle Aufgaben, oder? Okay, ich hab. Nix. Guten Tag. Ich glaube, Donny war's. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Wer hat mich gerade beschuldigt? Ich finde es immer gut, wenn Leute reingehen und sagen, Sepp, ich glaube, Donny war's. Also ich kann auf jeden Fall sagen, und da müsst ihr jetzt einfach meiner Stimme hören und so und da rauslesen können, ja, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht. Ich war gerade die letzten gefühlten sozusagen 5 Minuten oder so in-game 5 Minuten, habe ich keinen Menschen gesehen. Danke, Aha. Das ist sehr wichtig als Information. Donny. Danke für die Info, ja. Das hilft uns gar nicht. Hast du denn Aufgaben gemacht oder hast du einfach nur rumgestanden und die ganze Zeit die Sachen aktiviert? Und nee, ich hab immer drei Aufgaben habe ich erledigt und ich war gerade zuletzt im Electrical und habe da wieder die Kabel gemacht. Ja, also ich sag mal so, wenn Donny sagt, dass er die ganze Zeit alleine war und er sagt, er war es nicht, dann glaube ich ihm das einfach. So, andere Frage. Ja, aber das gibt ihm ja ein Alibi, ne? Also kein Alibi. Also, wir können schon mal eine Sache machen. Wir können alle einmal für Sepp voten, weil ich habe gesehen, wie er den Mord begangen hat. Das wäre schon mal ganz cool. Wieso bist du denn dann nicht zu dem Mord gegangen? Also, ich sag dir, wie ich es gemacht habe. Ich war an dem Monitor, habe gesehen, wie du Funk umgebracht hast. Dann bin ich nach oben gelaufen, weil ich Emergency drücken wollte. Und beim Vorbeilaufen an Mad Bay habe ich eine weitere Leiche gefunden, die ich dann reported habe. Wer soll es sein, hast du gesagt, Matteo? Ich hatte es eingangs Also, Sepp ist ein Imposter. Wir müssen dann noch den anderen rausfinden. Okay, weil der hat mich ja auch gerade beschuldigt, einfach so ohne Sinn. Und ich weiß ja, dass ich alleine war. Deswegen macht das Sinn. Ja, okay. Also, votet mal bitte alle für Sepp. Überzeugt. Das finde ich aber eher eigenartig, aber Sepp gut. Gehen wir jetzt raus, ja? Okay. Gut. Eigenartig, dass du ein Imposter bist und mich beschuldigt. Das finde ich eigenartig. Okay. Ich habe dich doch gar nicht beschuldigt. Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, Timo. Lass Sepp rauswählen. Ich das oder was? Ey, danach sind wir Freunde. Was auf dem Platz geschiebt, passiert auf dem Platz, Sepp. So, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, Heider votet nicht direkt für Sepp, das heißt, Heider ist. Ich mache mir ja gerade Feinde, ne? Aber ich will gewinnen. Ich will alles wieder gut machen. Ich bin, wenn ich Melly rausschmeißen lasse, oder? Okay. Ey! Wie viele Imposter hatten wir? 0. 2, Melly war ja auch. Jawohl! Wow! GG! Matteo hat mit 3 gerechnet. Einwerfen, Heider. Du hast ja reported, weil du gesehen hast, wie Melly in den Vent reingesprungen ist. Aber du hast meine Leiche, die 1 Zentimeter daneben lag, nicht gesehen. Nee, ich habe tatsächlich, also ich muss dazu sagen, ich sehe nicht kurz. Das ist ja wohl das allerletzte. Nee, pass auf, ich habe was verschwinden sehen und ich habe eine Zahl gesehen und da musste ich halt auch nochmal nachschauen, wer überhaupt die Zahl im Namen hat. Weil wie geht das nochmal? Das war für mich der Moment des Abends. Alles sehr schwierig. Sorry, aber ich sehe nicht gut. Das Schlimmste war an der ganzen Sache, dass ich reingeschrien habe ohne Ende und immer noch gemutet war für euch. Das war das Einzige an der ganzen Nummer gemacht. Ey, ich dachte nämlich, du bist ein Imposter. Ich dachte, ja cool, Heider hat mein Leiche gesehen. Läuft einfach weg und ich, oh nee, oder? Achso, mir sagen aber auch die Leute gerade, dass ich eine Leiche.
Leiche übersehen habe, genau, tatsächlich. Das sind für eine 6 von 10. Wo ist der Rest? Stimmt, dass das Leichen aussehen wie Steaks? Ja, klar. Weil das wird mir gerade gesagt, dass ich wohl dann auch eine gesehen habe, aber nicht wahrgenommen habe. Okay. Also, ich lag ja im Cockpit ganz am Anfang. Ich war der erste Kill. Und Donnie und Timo sind 2 Sekunden später reingelaufen, während das Licht aus war. Und beide haben mich nicht gesehen. Also, aber ich habe wirklich noch nie eine Leiche gesehen. Also, ich stand wirklich neben dir, haben eine Leiche, haben eine Task gemacht, auch nicht reportet. Vielleicht haben sie noch an dir geknabbert und dann sind sie weitergegangen. Ja, sorry, das war nicht übertreten. Das ist Melly, oder? Melly fehlt. Melly, muss mal Play Again drücken unter der Ecke. Die Imposter nicht mehr anzeigen lassen? Ah, geil. Genau, ja, das wäre, glaube ich, jetzt, besser insgesamt. Das würde ich jetzt ausstellen, weil es ist wirklich sehr schwer. Ich finde so geil, wie Melly lost ist und einfach hier ankommt und einfach nur da steht. So, okay, ich weiß nicht, was hier passiert. Hey Melly, mir ging es beim ersten Mal auch echt so, du stellst dich deutlich besser an als ich auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit alle nur genervt, weil ich nichts verstanden habe. Ja, ich glaube, Melly macht das gerade eigentlich besser als Donnie aktuell. Ja, macht sie wirklich halt auch. Vor allem geht sie den Leuten nicht auf den Sack die ganze Zeit mit dummen Fragen. Dora hat noch nicht ihre Mörder gecallt. Ja, und zweimal hintereinander, wie so ein absoluter Vollidiot. Ich hab genau gesehen, wer es war. Ja, das war einfach doof. Ich hoffe, das können wir einfach alle begraben und unsere Freundschaft weiterhin dran arbeiten, Leute. Ich hab zu tot. Ich bin sehr gut. Ich find's sehr gut. Ohne Scheiß. Okay, dann einfach nächste Runde. Jetzt Information. Man sieht jetzt nicht, wenn man jemanden rauswählt, was für eine Rolle er hat. Ist es richtig, Galukat? Okay. Aber das ist ja voll langweilig. Das ist richtig, ja. Sehr gut. HF, Leute. Ich hab extra Daluk hat gesagt, nicht Dalu, damit er weiß, was gemeint ist. So, okay, viel Spaß. Okay, wir sehen jetzt also nicht mehr, wer Imposter war. Ach, hier war doch was bei Weapons. Okay, ich muss mir auch langsam mal angewöhnen, so immer zu sagen, laut auszusprechen, wo ich war oder wo ich bin, in welchem Raum. Ich glaube, dann tut sich das besser wie Vokabeln lernen, ne? Also, wo bin ich gerade? Das hier ist Weapons. Weapons oben rechts. Okay, Weapons oben rechts. Aber gleichzeitig muss ich auch gucken, was die anderen machen. O2 ist da drunter. Okay, hier sind 2 Dinger, Blätter rein, zack, kenne ich. Ich war früher ziemlich lange Hausmeister. Ja, haben die Kinder mal Fußball gespielt, habe ich gesagt, nee, geht gar nicht. Ich muss die Blätter machen. Verpisst euch mal, kleinen Drecksbikes. Balge. Was auch immer die Mehrzahl von Balg ist. Uphold and Hold steht halt da, ja. So, jetzt haben wir die Blätter mal gemacht. O2, Navigation. Ich bin schon wieder einfach alleine unterwegs. Vielleicht mache ich das ja auch falsch. Melly steht super creepy einfach hier in der Gegend rum. Okay, warte, das muss ich. Ich mag aber diese kleinen Begegnungen. Wenn sich beide so denken, was ist denn hier los? Okay. Dalukat, Melly oben. Timo. Da schleicht aber einer ganz schön verdächtig rum hier. Ich mach mal lieber einen Aufkehr. Belger, danke. Okay. Okay. Hallo, ich habe eine Leiche gefunden, und zwar da, wo man die Karte durchzieht. Mhm. Wo ist denn das? Was ist denn das? Oder? Das ist, wenn man von der Cafeteria direkt runterläuft und dann rechts. Ach, Kommandozentrale. Genau. Das Admin ist halt vorne, Admin, oder was? Admin, ja. Also bei der Cafeteria direkt geradeaus runter, also in der Mitte runter und dann der Raum, wo man die Karte durchzieht. Es war Funk. Ich bin davor. Warum bin ich von Was? Wie kommst du denn so schnell? Warte. Nein, nein. Er ist tot. Achso, tot, okay. Das meinte ich. Das hat sich selbst Funk gefunden. Ja. Wie der schlechteste Staatsanwalt aller Zeiten. Erstmal, bevor ich anfange, es war Funk. Jetzt erkläre ich Ihnen, warum. Also, ich kann nicht niemanden ausschließen. Ich kann nicht nur sagen, mit wem ich gelaufen bin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person es war, ist gering. Ich bin mit Dalu gelaufen, und zwar auf der Reaktorseite. Mir kam Chiara entgegen. Und in Electrical, als das Licht ausging, da habe ich Leon gesehen. Ich glaube, Sepp. Ja. Und noch jemanden. Matteo, ganz kurz, als wir beide auf der Reaktorseite ja gelaufen sind, da ist Chiara uns wo entgegengekommen? Von Electrical, glaube ich. Genau, und wie sind wir beide zusammengelaufen? Ich kam von oben, von Cafeteria über Medbay zum Reaktor. Ich mag runter. Den Dalukat, ja, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der klingt total sympathisch. Ich bin aber mit Leon zusammengelaufen und ich habe halt gesehen, dass er schon reinläuft, also bin ich halt weiter. Und Chiara, wen hast du denn gesehen? Wem bist du denn entgegengelaufen? Ja, Matteo? Nee, nicht Matteo. King's Speech, Chiara! Matteo, ich leg eine Lüge nicht. Ich kann es mir nicht merken. Ey, Leute. Das war nur ich. Ich habe Matteo nicht gesehen. Ach so. Ja, dich habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Ja, ich weiß, bei mir war Licht aus, Matteo. Ich konnte dich nicht sehen. Aber bist du mit irgendeinem gelaufen? Ich dachte, ich hätte 2 Leute. Was denn jetzt? Skippen oder was? Ja, wir skippen auf jeden Fall. Dalu, weißt du, wo ich dich 100% gesehen habe, den Namen gelesen habe? Oben in der Ecke links. Und zwar zwischen Medical und Reaktor. Ja, oben in der Ecke links.
da, an dem Task, wo ich die Kanone ausgerichtet habe. Nein, so, kein Task. Okay, sehr gut. Oh, gut. Ja. Ey, der Matteo ist schon richtig drin hier in der Materie, ne? Der ist schon richtig in der Matteo-Serie. Ach, ich mach Witze, Leute. Wie er so, die hat das ganze Fachjargon schon richtig geil raus. Na, ich war zwischen Electrical und Dingsby. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer. Ach, whatever. Ich geh jetzt mal rein. Ich mach wieder meine Aufgaben. Ich dreh wieder alleine meine Runden. Ich bin hier so ein bisschen der Hausmeister. Mach die Blätter weg. Da war Matteo und, wer war der andere? Kaum Sabotage, das heißt, dauert der Upload länger, oder? Nee, was? Okay, Sepp und Haider. Matteo, Sepp und Haider sind hier in der Ecke. Ich bleib mal bei denen in der Nähe. Das ist vielleicht ganz gut für mich auch als Alibi. Also ich gehe jetzt davon aus... Nee, warte mal, ich vermute einfach nur, dass die keine Mörder sind. Und dann bringt es mir ja was, dann habe ich ja ein paar Leute auf meiner Seite. So, jetzt... Oh, da war ich hier war ich noch nie. Was machen wir hier? Bin ich tot? Warte. Matteo, ja. Hier sind drei Leute neben dem Command. Ich lebe noch. Ich habe extra geguckt, ob ich tot bin. Drei Leute stehen da und keiner reportet Melly. Nee, wer ist tot? Leon. Wer ist tot? Ich hab wer ist denn gerade noch in dem Raum ganz unten, wo wir gerade alle am Computer stehen? Da sind drei Leute. Am Radio? Ja. Ich habe niemanden gesehen. Ich auch nicht, aber sind wir da gestorben? Ist da jemand gestorben? Ja, genau, zwischen uns liegt die Leiche. Ja, so ging's mir vorhin und dann haben mich alle ausgelacht, weil ich weitergeredet habe. Ich habe nicht gesehen, dass... Ich hätte gerne reported. Man kann sie wirklich übersehen. Ja. Matteo, was sollte das? Du weißt was. Also pass auf, David. Ich kann dir sagen, was ich genau gemacht habe. Ich gucke mir an, wie lange die Leute brauchen für die Checkkarte. Ich habe Haider beobachtet, ich habe Sepp beobachtet und da wollte ich dich beobachten, du hast sie aber nicht gemacht. Ja, Galaxy Brain, Matteo oder was? Auf einmal. Also ich habe mich auch... Ich habe mich kurz gefragt, wo Matteo in dem Raum herkommt, weil ich habe ihn nicht reinlaufen sehen und ich bin, meine ich, direkt dahin gegangen. Nein, mit dem Haider. Welchen Raum meinst du, Sepp? Den in der Mitte, den Kartenraum. Okay. Kartenziehraum. Da bin ich mit Haider ganz am Anfang direkt hingelaufen und dann laufe ich weiter rein und auf einmal kommt mir Matteo entgegen. Ich habe selber die Checkkarte gemacht. Lauf dir entgegen, lauf dir hinterher und ich dachte selbst, dass du in den Schacht gesprungen bist. Und dann habe ich aber gesehen, du machst die Checkkarte. Hab gewartet, wie lange du dafür brauchst. Du hast so normal lang gebraucht. Aber wie hättest du denn jemanden damit überführt? Weil manche Leute schaffen es nicht beim ersten Try, manche schon. Ja, aber zum Beispiel, jetzt sage ich dir, warum. Ich hab's noch nie beim ersten Mal. Frag mich eigentlich, ob Melly noch da ist. Das frage ich mich gerade. Melly? Ja, ganz kurz. Der Haider spielt noch zum ersten Mal darüber. Und er hat die Checkkarte so schnell gemacht, als wenn er die First Try genailed hätte. Ich Melly ist ein Imposter, sage ich. Weil ich nach Bauchgefühl arbeite, pass auf. Warum Timo? Warum? Warum ich? Er hat Funk umgebracht in der ersten Runde. Keine Ahnung. So. Ich wollte die Info. Ich hab jetzt wirklich gleich gestimmt. Jetzt hab ich als einziger den abgestimmt für Timo. Ja, meine Ja, ich hab einfach, weil es Matteo gesagt hat. Melly ist immer alles, was Matteo sagt. Ich glaube, Melly ist es. Und weißt du, Leute, ich bin halt ein Bauch. Meinem Namen. Oh, wir sind. Okay, pst. Ich bin ein Bauchgefühlspieler, Leute. Weißt du? Ich bin wie auf dem Fußballplatz, ja? Du kannst mir Technik beibringen, du kannst mir Taktik beibringen. Am Endeffekt gehe ich auf den Platz, mach, was mein Bauch mir sagt, mach die Tore. Fertig. Das kannst du nicht lernen, das ist ein Gefühl. Ja? Und mein Gefühl. Wir werden ja nachher sehen, ob ich recht habe oder nicht. Es ist einfach, dass ich glaube, Melly ist einer der Imposter. Einfach durch dieses ruhig bleiben. Ich bin tot, jetzt muss ich Fresse halten. Wer war's aber? Ach so, das. Nee, weil die haben es noch nicht gefunden. Okay, ich mach jetzt Aufgaben. Warum habe ich nicht gesehen, wer mich gekillt hat? Bin ich wirklich so dumm, tatsächlich, Leute? Ich habe nichts gesehen. Wo war das gefunden, jetzt? Wo? Donny ist tot. Ich hab gefunden. Ist tot? Wer ist tot? Donny. Donny ist tot. Donny. Wo hast du gefunden und wen hast du gesehen? Also gesehen habe ich Sepp, der war es aber... Ach, nee, das stimmt gar nicht. Also ich habe Sepp gesehen, aber ja, aber da könnte Wente sein. Eben im Admin-Raum. Ich weiß aber auch nicht, wie lange er für die Karte gebraucht hat. Ja, der war schon tot. Habt ihr die Farbe gesehen? Sag's mir mal ganz kurz, Chat. In der Nähe vom Admin-Raum war wieder Timo. Okay, Timo war es jetzt. Ist ja interessant jetzt aus unserer Sicht, die hören mich ja nicht. Timo war es. Ich habe es wirklich nicht wahrgenommen. Ich weiß auch nicht. Muss ich noch besser werden, dass ich die Farbe mir merke und so. Laufen, da sind wir uns ja begegnet. Warte mal, kamst du nicht von unten? Ich kam von unten, ja. Ist Timo dir entgegengekommen? Mir ist Timo entgegengekommen, ja. Nee, dann ist ja, da kommt eine Animation, Leute, aber... Ich habe kurz überlegt, ob ein Ben verschwunden ist, aber wenn er dir entgegengekommen ist... Aus irgendeinem Grund geht das mir immer so schnell und ich achte auf andere Sachen und nicht auf die Farbe. Dann ist er mir vorbeigelaufen und hat doch nochmal einen Step nach hinten gemacht. Und hat das... Ich wurde... Timo ist raus.
Ich bin leider rausgeflogen. Lass mich dich doch überführen. Ich hätte lass mich dich doch fair überführen, Timo. Ja, Mann. So. Ja. Okay, also dann haben wir ein Problem schon mal weniger. Das heißt, wir haben noch einen Imposter. Ja, und der ist aber nicht mehr rein. Ich finde auch die Animation krass kurz. Also ich weiß nicht, wie es für euch aussieht. Don Jones, du gefällst mir. Ich finde auch, das hätten die einen kleinen bisschen länger machen können für die langsameren Leute. Deswegen glaube ich, was passiert jetzt? Und der Heider, weil für mich war der Heider einfach zu schnell am Checkcard-Lesegerät. So, das ist pass immer auf. Noch suspicious. Du kleine, erstens, ich finde raus, wo du wohnst. Zweitens, ich habe es am Wochenende gespielt. Das habe ich dir gesagt. Seltsam, Matteo, dass du dich daran nicht erinnerst, ne? Ich erinnere mich an fast gar nichts mehr. Wer bist du eigentlich? Das sind keine stichfesten Beweise. Ich will eher stichfeste Beweise haben. Sachen. Ich würde auch skippen jetzt. Ja, natürlich. Ja, ich würde auch skippen. Niemanden gesehen. Vor allem mit Seep war ich jetzt auch mal wieder glatt unterwegs. Das war Timo, schön. Aber sorry, dass ich dich da zum Rage-Quitten gebracht habe, denn das war nicht persönlich. Ja. Ja. Okay. Ich kann gerade nicht. Ja, generelle Frage. Jetzt kann ich ja mit Dalu euch kommunizieren. Ne? Das finde ich. Vielleicht, das muss ich alles ein bisschen eingrooven. Also, mir macht es Spaß, das Spiel. Auf jeden Fall deutlich mehr als beim ersten Mal. Und für ein paar Sachen müssen sich halt so ein bisschen eingrooven bei mir. Ich glaube, es ist vielleicht sogar am besten so. Vielleicht halte ich wirklich halt komplett die Klappe sozusagen, wenn ich tot bin und rede dann nur in diesen Phasen mit euch. Was haltet ihr davon? Weil ich merke gerade so, ich habe halt so das Bedürfnis, Sachen zu erzählen. Und mir ist halt wichtig, dass die Leute wissen, mach das nicht, weil ich irgendwie denke, mein Zeug ist wichtiger. Ich will ja auch, dass ihr hört, was die anderen diskutieren, aber manchmal will man halt auch ein bisschen kommentieren. Ich will ja auch entertainen hier als Streamer sozusagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, so ist vielleicht besser, einfach mal die Fresse halten, wenn man tot ist und dann in diesen Phasen so ein bisschen sagen, was man so denkt. Ich glaube, das ist besser. Das muss ich auch einfach für mich eingrooven. Ich bin jetzt ziemlich neu bei diesem Game. Okay, jetzt halte ich mal das Maul. So. Sorry fürs nicht muten. Hä? Wer ist tot? Melly ist tot. Ich hab die gleichen nicht gesehen, aber ich konnte sie reporten. Und wo? Warst du nicht? Im Kartenraum. Jetzt kann ich aber wirklich ganz gut schimpfen. Ich hab mit gerade, ja sicher, ich war's. Obwohl ich disconnected bin. Also ich habe gerade mit Heider. Du hast reportet, aber obwohl du hast keine Leiche gesehen, du hast nur den Report-Button gesehen. Hast dann gesagt, genau. Genau. Okay. Also Seep und ich sind viel rumgelaufen in letzter Zeit. Bis zu dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, Seep foppt mich, weil er ziemlich genau ich habe auch gedacht, du machst mich. Ich habe gesagt, okay, ich uploade gerade die Sachen. Ich so, yo, okay. Heider murkst mich jetzt ab. Ja, ich auch. Ich habe auch gesagt, Sepp, kann es sein, dass Heider den Mord begangen hat oder kannst du ihn eigentlich? Nee, er war die ganze Zeit bei mir. Okay, dann Chiara. Ist halt auch zusammen rein. Gelaufen. Ja. Wir waren durchgehend zusammen. Ja, seit der letzten also, wirklich zusammen. Ich denke, wir können ja mal 100% davon ausgehen, dass ich es nicht bin, weil ich den einzigen Trader überführt habe. Also du warst gerade bei Electrical. Wer hat welchen Trader überführt? Ich habe Timo zum Rage Quit gemacht. Timo. Warte mal. Das ist ja nicht. Das war kein Schuldeingeständnis. Das ist nicht confirmed. Nee. Natürlich ist das confirmed. Nein, ist es nicht. Warum ist es confirmed? Weil ich es doch wusste. Wer muss denn noch Quests machen, Leute? Also wenn du Rechtsprechung aufgibst, dann ist es doch das Problem. Entweder haben wir noch zwei Imposter und wir haben ein richtig fettes Problem. Dann hätten wir schon verloren. Hätte es einen Double Kill gegeben. Wer muss denn noch Quests machen? Ich muss auch Quests machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich alle noch Quests machen, oder? Ich bin schon fertig. Ich war den ganzen Tag. Einer von uns hat auch keine. Ich war gerade beim Electrical und musste diese Drehgeschichten machen und dann wollte ich rüber unten rechts den Müll rausbringen. Also diese Blätter wegbringen. Es ist Chiara safe. Hä, warum? Okay, warum bist du das nicht? Nein, wir skippen. Also ich finde, wir skippen die ganze Zeit. Ich war mir noch nie so sicher in meinem Leben. Alter, du bist so ultra aggressiv. Okay, ja, Matteo, last but not least, Alter. Du kennst mich. Das reicht nicht. So. Aufgaben machen. Let's go. Jetzt muss ich auch nochmal drauf achten. Oben links. Das ist auch so ein bisschen was, wo ich nicht so oft genug drauf gucke. Grün ist gemacht. Gelb ist quasi mehrere Male. Und jetzt muss ich schnell zum Reaktor. Das ist das Wichtige. Das war nämlich auch bei der letzten Runde so eine Sache, die ich nicht gerafft habe. So, aber hier. Jetzt können wir ein bisschen das retten, ne? Nee, oder können das nur Aktive machen? Nee. Warte, schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. So, jetzt nur noch, Cafeteria. Und dann holen wir uns die Runde.
Jetzt check ich auch, warum das den Leuten letztes Mal so wichtig war, dass ich als Geist nicht die ganze Zeit einfach nur... Ich hab einfach nur die Leute verfolgt. Oh Mann, Classic Donny einfach bei sowas. Das muss ich jetzt noch einmal machen. Komm. Komm, MVP jetzt! MVP-Style, Alter! Wir gewinnen das Spiel jetzt! Guck, wir gewinnen das Spiel jetzt! Ja, geil! We did it! Happen, Chat? Oh nein! Wo? Da, da! Was macht man jetzt hier nochmal? Das check ich nicht. Ja. Ja. Josef, was geht? Also, ich habe Chiara jetzt ein bisschen beobachtet, ne? Die kann das nicht sein. Hört sich irgendwie komisch an. Aber warum nicht? Wie kommst du drauf, Sepp? Es hat niemand wen umgebracht. Alter, ich dachte schon, warum du mich die ganze Zeit verfolgst. Das ist schon lustig. Ich hab, also, Chiara, hast du die Blätter unten schon gemacht? Die habe ich gemacht, ja. Ah, okay, alle anderen müssen fertig werden. Okay, danke, Leute. Bevor wir das andere Meeting hatten, habe ich es ja gerade gesagt, dass ich es gemacht habe. Ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden, weil ich habe verstanden, du musst sie noch machen. Weil Chiara ist rechts hingelaufen, wollte Wires machen, ist direkt aber wieder umgedreht, als der Alarm war und ist jetzt wieder genau zu den Wires gelaufen, rechts und der, glaube ich, ja. Also willst du etwa sagen, der Haider ist es oder was? Nee, der Haider, der war für mich auch cool. Ja, aber das kann nicht sein. Aber sag mal, die einzige Person, die doch seit diesem Match in einer Tour mit dem Finger zeigt, aber scheinbar kein Alibi hat, ist fucking Matteo, die alte Sack. Ja, ohne Witz. Also ich, da keiner gestorben ist, würde ich jetzt einfach selber aktiv werden. Vor allem, warum ist Matteo eigentlich so ruhig? Aber warum sollten wir denn wen voten? Warum ist Matteo so ruhig? Rausvoten, wenn wir okay, Matteo ist es. Aber wir können weiterspielen. Matteo der Heilige. Hey, warum soll also Matteo halt nicht? Ich will halt mit allen überleben. Weißt du, ich will nicht noch mehr. Nee, ich will nicht mit dem Imposter hier gehen. Also der muss noch weg. Ja, genau. Also, deshalb würde ich Matteo gerne rausfinden. Ich kann nur eine Sache sagen. Das ist kein Beweis oder so. Aber ich bin Dalu hinterhergelaufen, weil ich wollte wissen, ob es Dalu ist. Du weißt doch, dass ich es nicht sein kann. Woher weiß ich das denn? Er läuft dir den ganzen Tag hinterher. Matteo ist noch raus. Matteo ist nicht confirmed, Dalu. Natürlich. Also hör jetzt auf. Ich muss mich verteidigen. Okay, nehmen wir an, wir sind zwei Imposter noch. Davon gehst du ja aus, wenn wir Timo nicht raus wurden. Dann würde bei einem Alert einfach beide Imposter einkillen und die Imposter hätten gewonnen. Da das nicht passiert, kann nur noch einer rumlaufen. Nix gibt hier, Matteo. Zeit ist vorbei. Ohne. Das ist Quatsch, mich zu voten. Ich habe nichts getan. Und es ist nur, weil ich rede. Weil ich will mich mundtot machen. Raus mit dir. Matteo ist es, oder? Okay. Jetzt können wir aber beobachten, ne? Jetzt haben wir alles gemacht. Wir sind jetzt fertig, ne? Jetzt können wir einfach quasi ein bisschen... Okay, Melly ist übelst am Chillen einfach. Leon, auch AFK, einfach mal noch ein bisschen irgendwie kacken gehen. Ah, naja, ist da. Kann ich jetzt was machen eigentlich? Nee, ne? Ich bin de facto fertig. Okay. Wer interessiert uns denn? Matteo, oder? Der war verdächtig, finde ich zum Beispiel. Ich finde, bei Matteo habe ich so das Gefühl, der ist ähnlich wie ich, dass es so eine Proportionalitätskonstante gibt zwischen... Guck mal, okay, Foxer haut ab hin. Proportionalitätskonstante zwischen je verdächtiger man wird, desto laut... Also je lauter er sich äußert, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit... Also unten eine Achse ist Wahrscheinlichkeit, dass Matteo ein Imposter ist. Andere Achse ist Lautstärke seiner Stimme. Guck mal, jetzt chillen sie alle hier zusammen rum, weil keiner sich traut. Jetzt würde mein Sub-Alert gut passen dazu. Sehr laut. Aber würde passen. Weil es genau die drei sind. Das ist schon ein bisschen witzig. Guck mal. Was macht man dann jetzt in so einer Situation? Dankeschön für das Abonnement. Kimbo Nice, guck mal, jetzt seht ihr, was ich meine, der Sub-Alert. Genau so waren die drei gerade. Hast die 10 Subs? Oh, nee, hab ich noch nicht. Genau, ich mach die 10 Subs jetzt schnell, Leute. Danke für den Reminder. Sonaga. Ein Mann, ein Wort, Leute. Ich muss kurz dann auch dafür auf meinen... Ich kann das jetzt kurz machen, aber das leidet... Ich kann jetzt das Geschehen nicht verfolgen, aber das muss kurz sein, Leute. Und dann auf meinen eigenen Kanal gehen. Ne?
Mein hier mal eben gucken, Abo verschenken. Jetzt höre ich mich doppelt, natürlich. Mein hier mal eben. Okay, Schnauze. Jetzt höre ich mich doppelt, natürlich. Okay, ja, Dalu. Puh, ich hab was gesehen, aber ich kann mich nicht ganz dran erinnern. Ich glaube, irgendein hat einen Vent benutzt. Sorry, hier ist doppelt Theo. Oh, fuck. Wer war's? Ich sag Chiara. Achso, du alles klar. Da sind sie, die 10 Subs. Gönnt euch, Leute. Ich glaube es nicht. Nee. Danke. Das war eiskalt Matteo, der steht hier einfach AFK rum. Der Heider, oh, ich weiß nicht, den habe ich nicht gesehen. Der Wendt. Nee, ich glaube, wir sollten skippen. Wie wollen wir jetzt? Matteo steht hier AFK unten im Raum und guckt die Wand an, ja? Der guckt wahrscheinlich, weil er als nächstes sabotieren will. Also Sepp, du lagst schon mal falsch und ich musste wegen dir sterben. Erinner dich dran, ne? Ja, und ich tue es auch wieder. Du hast es einfach verdient. Warte, wen hast du denn in den schon ist jetzt schon wirklich fast 3 Sekunden her. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Was? Ich wollte jetzt... Du wolltest nicht mich, Chiara, komm. Ey, aber das ist schon... Ich erkläre das gleich mit den Subs, ja. Aber hat er dich gesehen? Kannst du bitte einfach mal sagen, wer in den Band gesprungen ist? Ja, ich glaube, also es war so ähnlich wie Rot, glaube ich. Hä? So orange könnte nicht? Orange gewesen sein, ich bin mir da, ich weiß Dalu, es nicht. Dalu, ich bin unschuldig, 100%. Was hab ich denn? Ich habe auch gesehen, was gewotet, ich weiß nicht was. Wenn ihr mich jetzt rausvotet, votet Dalu, weil ich bin nicht in den Band gesprungen, 100%. Nein, wir können doch einfach die Quest fertig machen. Aber Matteo, warum stehst du da einfach unten an der Wand? Was passiert hier? Warum sagt Dalu sowas? Dalu, was ist los mit dir? Ey, ihr verliert gerade die Runde, weil ihr... Matteo, warum stehst du da an der Wand? Der Grund, warum der Emergency gestolpert wurde, ist, geht's aber los hier, ey. Wieder 20 Sekunden Kill-Cooldown hat. Ich glaube, Chiara ist die Bösewichtin. Ich liebe Lars, dass du das Wort Bösewichtin benutzt. Ich weiß auch nicht, was ich also lange brauche. Ich glaube, ich habe nie so lange für die Quiz. Ich würde auch gerne wieder mitspielen. Seht mal zu. So, Leute, ich erkläre jetzt mal ganz kurz für Leute, die neu dabei sind, hier auf Twitch oder was auch immer, oder auf YouTube schauen. Zu meiner Verteidigung, ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja verrafft, zweimal hintereinander quasi das Spiel für die anderen verkackt. Einmal mehr als beim zweiten Mal. Und habe ja gesagt, als Strafe für mich selber... Damit ihr auch merkt, dass ich die Scheiße nicht mit Absicht mache, habe ich jetzt 10 Subs verteilt. Das sind immerhin 50 Euro, die ich jetzt selber zahlen musste. Und jetzt hat aber jemand gerade im Chat gefragt, berechtigte Frage, wenn man sich selber ja subbt, was hat man denn davon? Ungefähr die Hälfte sozusagen. Also die Hälfte davon ist quasi Geld, was ich so raushaue, was aber in meine Tasche wieder zurückkommt. Irgendwann in einem Monat oder so. Aber das jetzt mal kurz erklärt. Deswegen habe ich die 10 Subs rausgeholt. Gönnt euch! Was das für eine Runde war. Ehrenmann ist Ehrenmann, ja? Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich es auch. Und danke für den Reminder. So, weiter geht's. Schöne Runde. Weil ihr alle auf einem Haufen wart. Ich erwarte jetzt eine offizielle Entschuldigung von Dalu und von Sepp. Ich hab dich nicht rausgeschmissen. Was war denn das für ein Meeting? Also erstmal Sepp sagt, ich war... Das Meeting hat den Kill-Cooldown wieder hochgesetzt. Aber du hast auch nicht gesagt, warum du da die ganze Zeit gegen die Wand einfach standest. Du bist bei mir aber auch unten in der Ecke gestanden. Ja. Ja, dann war das vielleicht Desync oder so. Ich habe ganz normal meine Aufgaben gemacht. Aber ja, genau, aber es war O2 war noch an und du warst der Einzige, der wirklich alles andere getan hat, als die Aufgaben zu machen. Ja, weil ich beobachte. Ja, aber war nichts zu beobachten. Das Chiara war und gleichzeitig. Merkt euch mal bitte, wenn es so aussieht. Ach, ich muss auf Play Again gehen, das vergesse ich hier so. Dann bin ich's nie. Aha. Ob ihr jetzt mal hinmacht. Sepp, was war das Emergency Calling Meeting von dir? Ich mache Emergency Calling, weil ich jetzt nicht mehr Chiara verdächtige, oder wie? Ja, genau. Wow! Jedes Emergency Meeting hat aber einen Vorteil. Leute, wir gehen nackt. We're going in naked. Wir machen es nackt, Leute. Du setzt halt alles zurück und genau, du bin der nackte gelbe Mann. Hallo! Ja, Sepp ist da, hallo. Ich bin der nackte gelbe Mann. Ich konnte halt Sepp nicht töten, weil ich glaube, der Rest ist in einer Gruppe rumgelaufen. Und dann. Nee, Matteo hat irgendwo das Schiff gesäubert. Hey, Chiara, wie findest du die Farbe gelb? Warte mal, ganz kurz. Kann ich eine Sache fragen? War Timo... Timo Imposter. So, das ist die Frage, die ich gerne klären möchte. Wer war der zweite Imposter neben Chiara? Timo. Hey, Sepp. Ja. Wie findest du so die Farbe gelb? Ein Imposter kann doch nur verlieren, wenn er rausgeschmissen wurde. Möchtest du gelb haben? Nee, ich wollte fragen, wie du es findest. Was magst du? Wie findest du gelb? Findest du coole Farbe? Ja, schon, aber wenn ich schwarz wäre, dann wäre noch besser. Gelb und schwarz ist noch besser. Ja, Borussia! Wir standen hier alle auf einen Haufen. Hätte ich euch einfach killen können? Warum geht's hier nicht los? Wer es ist? Du hättest es versuchen können. Mach mal Anfang jetzt! Ja hin, ne? Okay. Okay, also ist im Chat sagt gerade jemand, Donny hat ein echtes Redebedürfnis. Ich sollte echt nicht streamen, Leute. Das ist echt. So, und.
Leute, ich bin Streamer. Reden ist mein Job. Oh, hier Weapons. Wir sind Crewmate, Leute. Alles cool. Ich mache jetzt hier erstmal einen Download Pornos auf den XXX-Ordner. Beziehungsweise den Ordner, den man dann gerne nennt. Keine Pornos. Oder wichtige Punkte. Wichtig, ich hatte mal einen Kumpel. Ich muss ja mal mehr drauf achten, ich weiß, aber sorry, die Story muss schnell sein. Als ich so 14, 15 war, hatte ein Kumpel von mir Pornos auf dem Familienrechner drauf und der hat den Original, die Pornos, im, ist wirklich kein Witz, gespeichert im Ordner. Wichtige Programme. Unwichtige Programme. Auf dem Desktop. Und es war auch noch ein Shortcut, weil er immer zuvor war, dann immer zum Wichsen, immer in die ganzen Unterordner zu gehen. So, was machen wir hier? Ich bin jetzt zum ersten Mal. Achso, ja, so. Achso, eins. Das ist gar nicht so einfach. Hä? Der ist gar nicht so einfach, mal ehrlich, ey. Ich habe wieder nichts mitbekommen von irgendwas, was im Game abgeht, aber gut. Ich hab's Gefühl, ich drehe mal alleine meine Runden hier irgendwie. Da ist Sepp, hallo. Lass mal gemeinsam nackt sein hier. Ich versuch's echt ernst zu nehmen, Leute. Ich sehe schon vor mir, dass einige eventuell meckern und sagen, du nimmst ja nicht ernst. Aber ich mach meine Tasks, lauf rum und ich sehe immer nie jemanden. Ich weiß nicht, wie man reporten kann. Da lag Heider. Wer hat reported? Ich hab reported. Ich wollte reporten, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mir kam Heider entgegen und als ich mich Heider genähert habe, konnte ich auf Report drücken. Ja, da lag eine Leiche vor mir. Ja, ich sehe sie noch nicht oder ich habe sie nicht bewusst. Ja, aber steht das direkt da, wo auch bei dir Kill steht? Wo bei dir Kill steht das, ne? Warte mal, Heider, hast du nicht gesagt, dass am Wochenende trainiert? Und jetzt weißt du plötzlich, in der Tat. Also das ist ja riesengroß an der Seite. Die Leiche liegt im Mediaktorraum am Boden, in dieser komischen Schnitzelform. Und ich renne vorbei und drücke die Leertaste in diesem Mediaktor-Dings links oben. Da sind Seb und ich gerade. Und da liegt diese Leiche in Schnitzelform. Und ich drücke Leertaste und es passiert nichts. Schnitzelform. Aber du kannst auch rechts einfach auf den Button drücken, ne? Aber ich kann auch schon das komplett beide raus. Wie bitte? Ich glaube dir nicht. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Ich hab dich nämlich gesehen, Sepp, aber wo lag die Leiche dann danach? Links oben mit Reaktorraum. Die muss irgendwo oben am Reaktor vor mir liegen. Genau vor mir. Im Reaktorraum kann ich sein, weil da war ich gerade eben noch und bin nach oben gelaufen, hab euch gesehen. War mal, bist du vor uns? Der obere Reaktor, ich glaub, meint die, oder? Den oberen, ja. Ach so, nicht da, wo den unteren. Man die Hände auflegt? Nee, einen da drüber, da wo der okay, Generator okay. ist. Ist okay, ich hab's nur. Der verraten. Obere Generator ist das. Also die Leiche liegt genau vor mir. Ich weiß aber, die sieht man jetzt nicht mehr, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich konnte sie nicht sehen. Vielleicht stehst du auch gerade drauf. Na. Weiß ich nicht. Ich bin dann vorbeigelaufen und sehe dann so, fuck, da liegt eine Leiche, geh runter, drücke Leertaste, passiert nichts. Weiß ich aber nicht, ob ich da irgendwie facen muss oder sonst was, das weiß ich nicht, weil ich mach's halt also immer mit Heider, das ist leider irgendwie, also. Ich finde das implausibel. Also ich würde. Oh. 85% unplausibel, ja, also. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Matteo, ich bin ungewohnt, du bist ungewohnt ruhig irgendwie. Was machen wir? Skippen wir jemanden? Ich skippe mal. Matteo, dann war ich das jetzt. Aber Heider, 85%. Ja, naja, ja. Und Dalo und Chiara sind schon tot, ey. Ich hab das die trotzdem scheiße. Funk, du alte. Nein. Funk, du alte. Nein. No one was ejected. Skippt. Okay, tschüss. Ich fand Matteo wirklich gerade ein bisschen. Ruhig. Ja, wer ist dann bei mir? Timo. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich da hätte einfach weglaufen sollen wieder, weil der kam mir gefährlich nahe, aber ich würde jetzt Timo fast ausschließen jetzt gerade mal. Ich schließe mal Timo aus direkt, weil der hätte mich jetzt richtig gut killen können. Ich nehme den Schutz, pass auf, ich glaube, das ist eine gute Taktik. Weil Timo es wirklich, glaube ich, nicht ist und der wird sich freuen, dass ich ihn in Schutz nehme und mich dann wahrscheinlich auch in Schutz nehmen, weil er hat auch gesehen, dass ich ihn hätte killen können. Da habe ich schon mal einen auf meiner Seite. Safe. Naja, es wird langsam. Ich versuche hier taktischer ranzugehen. Hier sind zwei Sachen, das sind die Kabel, ne? Okay, merken. Timo holen wir uns direkt mal ab. Mache ich jetzt direkt.
So, ich möchte erstmal direkt Timo auf meine Seite holen. Timo, ich denke mal, du hast nichts dagegen. Einfach nur, dass abgehakt ist. Timo und ich sind es auf jeden Fall nicht, weil wir, ne, würdest du mir zustimmen? Wir hatten gerade eine schöne Zeit da unten. Ja. Ich habe dich beobachtet, du mich und nichts ist passiert. Ja, und ich wollte gerade reporten. Ich bin gerade über, wer ist gerade gestorben? Dalu? Ja. Also Timo und ich, kann ich für alle sagen, sind, können wir beide backupen, sind es nicht. Dalu ist schon lange tot gewesen. Wer hat gefunden und dann wo Leon. Erstmal bitte? Haider weiß jetzt auf einmal, wie man schnell reportet. In der Tat. Ja, Knopf gefunden. Warte mal, Haider jetzt ein zweites. Lass mal Haider bitte reden. Wo hast du gefunden und wie und was passiert? Gut, der ist. Alter, du musst dich entmuten, sonst funktioniert das ja alles nicht. Du kannst echt viel erzählen. Okay, ich fange nochmal vor. Jetzt wird's hier hitzig, ich glaub, Leute. Dir langsam, dass du das Ruhe, im, hast, Ruhe im Gerichtssaal! Alter. Nee, also pass auf, sie liegt hier in dem Reaktorraum, in dem, was links oben der nächste Raum halt ist. Ich weiß nicht, wie er heißt. So, liegt links in der Ecke. Die Sache ist, ich habe wieder Leertaste gedrückt. Und dann passiert gar nichts. Dann drücke ich nochmal Leertaste, es passiert gar nichts. Jetzt habe ich es mit der Maus reported. Jetzt passiert was. Du wirst nervös, oder? Habe ich ausgefühlt, muss ich sagen. Das ist ein bisschen. Haider? Wieso ist denn der Haider schon wieder da oben im Reaktorraum? Ja, Mörder kehren immer zu ihrem Tatort zurück, man kennt's. Ja. Leute, ganz ehrlich, wollen wir es kurz machen? Haider voten, komm. Ja, das ist safe. Okay, aber wir können voten, aber wartet mal. Warum sollte er als Imposter zweimal reporten? Ja, als Ablenkung. Er hat davor nicht reported. Der perfekte davor, ja, ich habe aber davor ja. gedacht, er hat doch davor perfektes reported. Alibi schaffen. Reporten. Ja. Ja. Ja, das ist durchschaubar wie ein Plexiglas. Und ganz ehrlich, Leute, bevor wir ganz ehrlich, Leute, Haider machen wir jetzt, aber ganz ehrlich, und es ist nicht nur so der klassische auf Matteo rumhack, und dass Matteo das gesagt hat, macht ihn für mich mega verdächtig, dass er so. Du hast mich bisher wirklich jede Runde immer als Imposter ja, weil du verdächtig bist. So. Ja, aber wir werden dann nachher sehen. Ja. Geil. Dass du es warst. Schade, ich hätte jetzt gern gewusst, ob er einer ist oder nicht. Tschüss. Was glaubt ihr? Sorry, eins im Chat, dass ihr nicht. Glaubt, Haider war ein Imposter oder und zwei, nein. Das ist ganz gut eigentlich, dass hat wir das nicht wissen. Habt ihr einfach euer Crewmate rausgeschmissen? Muten. Frage von Anfänger, sorry. Kam jetzt mein Muten zu unfreundlich rüber? Das war auf jeden Fall nicht so gemeint. Ich wollte mich nur kurz halten. Achso, ich sollte was anderes machen, ne? Aber jetzt bin ich hier schon dabei. Aber damit mache ich mich auch verdächtig, ne? Da ist Matteo! Ey, ich sag's euch. Matteo ist es. Ach, ihr habt einen Emote-Only-Chat, deswegen sorry. Sorry, mein Fehler. Ah, warte mal. Wo? Oh, fuck! Ich dachte automatisch, dass immer da in diesem Maschinenraum. Ich wusste! Oh Mann! Ich hab's gewusst! Ich hab's gesagt! Es war einfach so! Ich hab's alles richtig gecallt! Ich hab Haider und Matteo beide gecallt! Darf ich mal kurz was dazu sagen? Das ist ja der grandioseste Sieg in der Geschichte meines Lebens! Tatsächlich ist. Matteo, du alte Sau! Pass auf, ich habe ja ganz vergessen, dass Matteo auch mit dabei war. Das Problem ist. Ja, ich war's, aber ich hab's wirklich nicht gekonnt. Das mit der Leertaste war nicht gelogen. Also ich hab's nicht aber du hast dich verraten durch das, und das hat, glaube ich, Sepp gut gecallt, muss ich sagen. Du hast für mich dich verraten tatsächlich durch, du hast echt so ein bisschen, nee, das war, glaube ich, Funk war das, ne, dass du so stammelig geredet hast. Du bist echt nervös geworden. Ja, aber das Problem ist, und ganz ehrlich, Matteo, du sagst jetzt 100% wahrscheinlich so, ja, aber wenn du mich jedes Mal verdächtigst, irgendwann gewinnst du. Gib's zu, dass dieser Verdacht echt von mir gut erläutert war auch. Gib's zu, du hast Schiss gehabt, kurz. Ja, wirklich begründet. Ja, aber Donny, das Ding ist, die ganzen Morde, die ihr Haider zugeschoben habt, die habt alle ich begangen. Ja! Aber da, wo er stand, so. War ja wirklich. Also das, okay, dann Respekt, dann ist schon GG, aber trotzdem, ich hab's gewusst, einfach. Ja, aber okay, Timo, was war denn da am Ende los? Du hast ja jede Runde gesagt, wenn ich's bin. Ja, ich weiß, aber das, die anderen haben nicht gezählt. Warum da nicht reingetippt? Ich war dabei zu tippen und hab nicht getroffen, tatsächlich. Ich war bei der dritten Zahl. Alter, der Killer an mir war so asozial. Ich brauche jetzt einen Hut, verdammte Scheiße. Ja, Mann, ich hab Leon so maximal asi. Brauch ein Ei. Ein Ei jetzt nehmen, Proteine. Ja, schon gut da hier, Proteine auf dem Kopf. Proteine sind lecker. Proteine sind gut, brauchst du zum Trainieren. Also Sabotage muss repariert werden, sonst ist es direkt vorbei. Also weil wieder kaum. Nein, das war der Einzige, der da hingelaufen ist. Genau, es war keiner sonst an den Schaltern. Ich habe mal eine Frage. Ja? Wir haben jetzt auch aus Versehen einen Crewmate rausgeschmissen, oder was? Weil wir den falsch beschuldigt haben, oder was? Ja. Genau. Wen haben wir denn rausgeschmissen? Ich bin übrigens großer Melly-Fan. Ich sehe Melly immer auf der Map einfach nur so ganz komisch so eine Wand anstarren und einfach dastehen. Und ich denke immer so, die denkt gerade einfach über ihr Leben nach.
Genau das tue ich tatsächlich ja. im Augenblick. Was mache ich hier eigentlich? Wer sind diese Leute? In dieser Situation zu landen. Das ja. ist die Frage, die ich mir jetzt gerade schon so oft gestellt habe. Melli, komm, geh zum Rechner, hol dir mal ein Ei auf den Kopf. Du brauchst ein Ei oder eine Banane oder sowas auf den Kopf. Das ist gut. Ja, geh mal hier zum Rechner. Ja, geh mal zum Rechner und klick mal da drauf. Dann kannst du dir so Hüte auswählen. Das brauchst du jetzt, ich sehe das. Du brauchst eine Hose vielleicht auch. Ein Stück Käse. Ja, Käse. Ich glaube, ich auch. Oder nicht, ich nehme Flamingo. Ja, das ist sehr gut, sehr gut. So. Fehlt nur noch der Drink in dem Halter da. Mann, aber ich werde besser, Matteo. Du weißt genau, im Endeffekt denke ich nur, ich will nur gegen dich gewinnen. Ich weiß, du steigerst dich schon. Ja, aber ich weiß, es war halt natürlich, du hast schon recht mit dem, ja, wenn man immer in den Wald reinruft, dann kann es irgendwann mal treffen. Das ist ja halt der Spruch, ne? So geht der? Weiß ich nicht. Aber es ist ja gut, Leute unter Druck zu setzen, indem man die kurz beschuldigt, um zu gucken, wie die reagieren. Das ja. machen wir auch oft. Ja, ja. Ey, du bist schon ganz gut geworden, ne? Nicht schlecht. Danke, okay. danke. Ich bin ready auf jeden Fall. Wie sieht's okay, aus? Okay, wir können von mir aus direkt in die nächste Runde starten. Und los. Okay, Mut. Okay, Hive. So, Leute, jetzt vierte, fünfte Runde oder was? Ich glaube, jetzt sind wir alle so richtig drin. Also ich auf jeden Fall. Und vielleicht auch so die anderen, die so relativ neu waren. Auf jeden Fall waren die schneller drin als ich. Lass uns nicht überreden. So, jetzt gehe ich mal meine Aufgaben machen. Aber ich versuche mal diesmal ein bisschen mehr zu achten, was die anderen machen. Das Game ist was nochmal? Einfach nur das, ne? Okay. Nee. Habe ich den jetzt erledigt? Warte mal. You don't need to wait. Das ist dann irgendwann einfach fertig. Habe ich das richtig weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich gucke jetzt auch nicht auf den Chat. Das wäre Ersatz. Okay, habe ich nicht verstanden, die Aufgabe. Müssen wir vielleicht nachher mal zwischen den Spielen klären. Ich will jetzt aber da keine Zeit verschwenden. Ich muss auch mal so ein Emergency-Meeting einrufen. Timo, hallo? Hat versucht, zur Tür reinzukommen, war aber zu, könnte sein, ein Indiz dafür sein, dass er keiner ist. Fangster hat eine Aufgabe erledigt. Timo und Fangster sind bei mir gerade auf der grünen Seite. Timo, Fangster, muss ich mir merken. Timo und Fangster. Weil ich finde das schon ein Indiz, dass er versucht hat, hier reinzukommen und es hat nicht geklappt. Ich muss mehr gucken, wo meine Aufgaben sind. Okay, Timo und Fangster sind jetzt für mich erstmal safe. Chiara hat natürlich einen Zylinder auf, das ist immer eher suspicious. Ich glaube nicht, dass Chiara im echten Leben einen Zylinder trägt. Okay. Who did? In Med Bay. Lag Melli. Okay, oh nein, immer Melli zuerst. Ihr seid so Spinner. Ist doch gar nicht wahr. Oh, wer hat Melli gefunden? Ich hab Melli gefunden. Ah, okay. Chiara, Chiara, Chiara. Wo hast du die denn gefunden, Chiara? Kannst du mal kurz sagen, wo du die gefunden hast? Med Bay. Wo ist das auf der Karte? Das ist links von der Cafeteria, oder? Cafeteria direkt links genau, runter. Ja. Genau, ja. Ich habe mal eine Frage. Wer war in den Kameras gerade? Okay. Weil ich habe dich von da kommen sehen. Ich glaube, Chiara war es auf jeden Fall nicht. Chiara kam gerade von rechts nach links. Okay. Du hast schon gevotet? Ja, weil ich nichts gesehen habe oben links. Aber du hast geskippt? Okay. Ich habe geskippt, weil es wird keiner. Okay. Es hat keiner gesagt, ich habe irgendwas gesehen. Es ist einfach Melli in Med Bay, ja, tot am Liegen. Ja. Also. Okay. Ja, ich würde auch skippen. Ich habe auch keine Ahnung, ich war alleine. Man kann halt theoretisch mit einem Vent von Kameras oder Electric hoch zu Med Bay und da jemanden töten. Deswegen war die Frage, wer Kameras ist. Achso. Ich war auch an Kameras, aber ich kam später erst dazu und Sepp stand da schon länger. Also ja, da müsste er schon vorher gemacht haben. Ich würde ausskippen erstmal. Okay. Das Licht ging aus, das spricht für jemanden. Ja, merkst du die Kamera, dass ich dich gerade gebackupt habe? Und Carlo hat das sofort das Licht wieder angemacht. Also, ja, hab ich auch gesehen. Ach, ich mag die Chiara, die ist nett. Jo, bis gleich. Ich mag die alle in der Runde hier, muss ich sagen. Zum Glück bin ich gemutet, das will ich dir so nie sagen. Nein, aber ich finde das echt, das sind coole Leute. Manchmal hat man, ich kenne das auch von früher, wenn ich Counter-Strike gespielt habe, online oder so, als Ringer, vor Ewigkeiten. Dann hat man schon manchmal so Gruppen gehabt, die waren so echt nicht cool, die waren so ein bisschen mobbig unterwegs so. Oder die haben immer so ihre Insider gehabt und alleine war man so da. Das ist hier nicht der Fall. Wollte ich nochmal kurz sagen. So, ich habe jetzt richtig viele Aufgaben gemacht hier. Kann man das in einem Wisch machen? Jetzt muss ich zu Shields. Die Merli kenne ich noch nicht. Ich bin Cafeteria. Da ist eine Leiche. Okay, ich bin in Electrical und ich habe die Leiche gefunden. Aber ich bin komplett alleine Cafeteria, sage ich direkt, ich bin raus. Ich habe direkt davor das Licht wieder angeschaltet. Das habe ich gesehen, ja. Wenn ihr gesehen habt, dass das Licht wieder größer wurde, habe ich ein hundertprozentiges Alibi, weil nur ich war alleine dran. Ja, aber du kannst auch Imposter sein, ne? Du kannst auch als Imposter das wieder gut machen.
Ja, aber wie soll ich... Okay, kann ich... Ja, du also tendenziell 100% okay. Würde ich dir jetzt... Also, ne? Ja, du aber ich sag, okay. Sag dir, was aber müde, das ich bin nicht Cafeteria, ne? Anzumachen, habt recht. Wenn du Imposter aber ich, bist, ist, dass wenn du es nicht selbst sabotiert hast, schon durch. Du deinem Teammate vielleicht das Play kaputt machst. Also nehmen wir mal an, dein Teammate macht das Licht aus, weil er wen killen will. Ja. Und der andere das macht das Licht wieder an. Und tada! Ja, aber dann ist, also ist gar nicht so ein geiler Move. Wir sind schon da drin. Also die Person muss ja direkt dann gestorben sein, als das Licht aus war. Also ich gehe davon aus, dass die Person gewendet ist. Ja, genau. Ich denke auch gewendet, weil sonst hättet ihr an mir vorbeigemusst und es wäre zu risky gewesen, das Licht auszumachen, den Mord da zu begehen und an der Stelle den Mord zu begehen, wo das Licht angemacht wird. Das wäre sonst dumm. Okay, wer war also, aber du, wenn war nicht Electrical dann? Ich seit wann ist Matteo so schlau? Das Matteo ist immer noch fertig, und Chiara ist bei mir. Wir sind alle drei später dazugekommen, quasi. Genau. Ich war aber nicht alleine im Cockpit, da war noch wer. Ach man. Donny war gerade da, ich war nämlich an den Kameras. Ich habe gesehen, dass Donny rechts aus dem Cockpit rausgekommen ist. Kann ich bezeugen bei Leon. Also warte mal, Sepp und Chiara kamen in Electrical rein mit dazu. Das würden die nicht machen, wenn die den Mord begangen hätten, glaube ich. Das nee, wir, also, wir wollten ja auch Strom wegmachen. Wenn da du auch im Cockpit warst, dann muss es Matteo sein. Warum? Ja, Matteo ist auch genau vor uns und hat den Strom wieder. Ich war direkt vor denen und hab Strom angemacht. Okay. Aber was ist, wenn die Leiche schon da lag und dann erst Strom ausging? Dafür hätte ich keine Zeit gehabt. Ich bin von der Cafeteria direkt in Admin, dann bin ich runtergelaufen. Und also Matteo sehe ich da am... Ja, ist nur, also nur Theorien aufstellen. Donny und okay, ich, also Donny ist safe. Mal. Den zumindest. Ich bin's nicht, Leute. Kann man von den Kameras zu Electrical springen? Ja, kann man. Aber ich war die ganze Zeit da. Ja gut, aber du hast kein Alibi dafür, Leon. Mute dich jetzt. Du sagst es nur selbst. Doch mich. Okay. Ich hab ein Ei auf dem Kopf, ich bin der Donny. Ich hab ein Ei auf dem Kopf, ich verstehe das Spiel nicht so richtig gut, aber ein bisschen und mach viele dumme Fehler, okay. Egal, hier steht ein Stück Pizza auf dem Tisch, das nehme ich. Hallo, hey. Okay, jetzt aufpassen. Wo muss ich, was ist das Wichtige? Da muss, da, alles ist wichtig irgendwie. Was ist denn jetzt, da was rot? Das muss ich machen auf jeden Fall, ne? Ich dachte immer, wenn der Alarm angeht, ist es nur quasi der Reaktor. Ist jetzt auch neu für mich. Das, oder beziehungsweise habe ich das verstanden. Oh je. Ah! Jetzt habe ich es gesehen, Heider! Ich habe es gesehen, diesmal! Ich habe es gesehen! Da ist das Schnitzel jetzt auch. Ich habe es jetzt gesehen. Jetzt ärgert es mich, dass keiner in den Camps war. Admin-Raum. Jetzt achten wir mal auf den Heider. Was also in der Mitte, wo die Map ist? Genau. Achtet mal jetzt oben links, wenn der Heider redet, was er so sagt. Das finde ich interessant. Ich habe gedeckt, sozusagen. Matteo war hinter Chiara, glaube ich. Matteo kam aber als letztes rein, glaube ich. Ja, ich war spät und ich habe... Man hört ihn nicht. Ich glaube, der ist gemütlich. Ich bin dir, glaube ich, hinterhergelaufen. Du bist ja dann zum Cockpit gegangen und ich habe bei O2 Blätter weggeschleudert. Genau. Ich bin an Sepp vorbeigelaufen, als Alarm ausgelöst wurde. Sepp stand unten bei Communication, glaube ich, oder so. Dann bin ich umgedreht und habe mich gewundert, dass... Leon. Er leuchtet doch auf, sorry, dass ich dazu rede, aber. Ich wollte dann confirmen, dass es Leon ist, weil ich nur die Farbe gesehen habe. Hab dann auf dem Weg, während ich Leon hinterhergelaufen bin, Dalu gesehen. Bin nach oben gelaufen. Ich hab schon mit Chef gehabt. Da war gar nichts mehr. Nee, alles gut. Das war keine Beschuldigung. Ich sag nur gerade, wie mein Laufweg war und wie ich gesehen habe. Dann habe ich Dalu gesehen, bin oben über Cafeteria nach rechts gelaufen, da wo man schießt, und bin dann runtergelaufen zu Oxygen und dann habe ich meine Task gemacht im Cockpit. Im Cockpit, ja, da war ich. Verbunden. Ja, da war ich und Leon noch. Genau, was ich gesehen hatte, als ich das Ober-Oxygen gemacht habe, stand Heider rechts neben mir und ist mir dann eine Zeit lang hinter mir hergelaufen. Ist dann aber in der Cafeteria oben geradeaus Richtung Medic gegangen. Genau. Heider, was war deine letzte Tag? Das kann ich sogar bestätigen, weil es mir entgegengekommen am Ende. Genau, ich habe den Alarm gemacht, war dann in der Cafeteria, bin aber dann nach unten und das letzte, was ich gesehen habe, war vorher im Gang. Ich glaube, es lebt und ich weiß nicht, wen im Cockpit. Oh, macht er gut! Also ich werf nur mal das ein, dieses ganze Zeit Licht ausmachen. Das macht eigentlich eher ein Profi, der schon ein bisschen mehr spielt. Aber da möchte ich ganz kurz trotzdem anmerken, dass Licht aus in jeder Runde, in jedem Match immer passiert ist. Ja. Ja, aber Dalu, wo ist die Leiche denn gewesen? Die Leiche liegt Admin, ich würde sagen, entweder beim Upload-Task oder beim Kabel-Task. Also direkt drinnen. Nicht mal im Raum selbst, sondern im Sind es noch zwei Imposter wahrscheinlich? Hat er gut gemacht, der Heiler, muss ich sagen. Wir müssen voten eigentlich, oder? Ja. Aber stark gespielt. Es ist vorbei, wenn jetzt zwei Kills begehen. Also stark gespielt gerade von Heider, der hat, das ist gar nicht so einfach, dann wirklich komplett die Fresse zu halten. Ich habe mir am Anfang, ich habe ja vorhin gesagt, ich rede nicht drüber, das musste ich jetzt kurz machen, weil ich halt, habt ihr vielleicht gesehen, dass seine Stimme aufgeleuchtet ist im Discord-Overlay und ich war mir nicht sicher, weil er hat es vorhin nämlich schon mal verrafft oder irgendwas war bei ihm nicht richtig, dass er nicht zu hören war.
Wie macht man die Aufgabe hier? You don't need to wait, okay. Ja, ich check schon, was ich meine. Deswegen war ich mir nicht sicher. Aber ich hab mich trotzdem nicht dazwischen gemeldet. Aber ich habe mich halt gefragt, vielleicht sagt er gerade was. Das wäre ja voll interessant gewesen. Aber vielleicht, für ihn war es gut, dass er da nichts gesagt hat. Ob es jetzt mit Absicht war oder nicht. Weil so hat er es eigentlich perfekt gemacht. Also Hut ab. Heider muss man auf dem Schirm haben, der hat's drauf. Jetzt schon, nach einem Mal. Wie machen das die Leute? Oh. Ganz großen Respekt an dich, Heider, Mann. Das hast du echt stark gemacht. Habt ihr sie getötet, als sie da hingekommen sind? Ja. Warum drückt denn keiner den Knopf? Also ich habe niemanden getötet. Ich habe gedrückt und dann dachte ich, okay, Matteo ist es, weil der nach unten gelaufen ist zum anderen Knopf und da ist nichts passiert. Ja, Matteo, warum hast du nicht die Hand draufgelegt? Heider, kann ich mal eine Frage stellen? Ziemlich gut. Hast du vorhin in der Runde davor ganz kurz Heider nochmal, weil ich habe mich gefragt, weil dein so ein bisschen bist du aufgeleuchtet hier bei dem Discord-Overlay. Ich habe mich gefragt, weil vorhin hattest du auch so eine Phase, wo man dich nicht gehört hat. Hast du extra nichts gesagt ganz lange oder hattest du was gesagt, man hat dich nur nicht gehört? Nee, also es ist so, tatsächlich ist es wirklich so, wann immer ich sag, ist es irgendwas Unprofessionelles passiert, bisher ist es einfach nur, weil ich es okay. nicht gecheckt habe. Weil das war super stark gespielt von dir, fand ich. Du hast super lange nichts gesagt. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Das könnte aber auch wieder eine Taktik sein, jetzt genau das. Ja, vielleicht soll ich es mir aneignen, aber das muss ich noch mehr üben. Nee, tatsächlich ist es jedes Mal auch, wie gesagt, vorher mit der Leertaste. Ich habe es wirklich nicht gedacht. Heider, am Ende hätte ich dich gebraucht. Wir hätten beide wen töten müssen. Dann wäre direkt vorbei gewesen. Und ich dachte erst, Dalu und Leon, das habe ich ja dann noch so reingecallt schnell. Aber dann, als ich gemerkt habe, es kommen so wenig Double Kills schneller, dann dachte ich, okay, es kann vielleicht doch nicht Leon sein, weil das würdet ihr machen. Also wenn Leon und Heider. Ich wollte auch direkt den Knopf drücken, aber Dalu und Leon sind stehen geblieben auf Abstand. Dann dachte ich so, also. Ja, also Angst, dass Dalu mich killt einfach am Button. Deswegen genau. Aber also, am Button zu warten, also das ist so ein Tipp, bringt nichts, weil wenn du machst einfach 2 Sekunden, bevor du den Button drücken kannst, sabotierst du was. Dann kannst du nicht drücken. Ah, okay. Ah ja, das ist richtig. Okay, das stimmt. Deswegen habe ich mich auch dahingestellt, damit ihr mir glaubt. Ich stehe da auch. Ich wusste, dass du es bist. ich habe gewusst, ich dachte schon Heider und Dalu. Ey, es ist halt aber auch deine Handschrift, Dalu. Am Anfang direkt Licht ausmachen, ich wusste es. Aber das ist wirklich in jeder Runde passiert. Ich habe sogar in jeder Runde angemacht. Wir haben übrigens kombiniert 15.000 Zuschauer, ist mir gerade gesagt worden. Nicht schlecht. Ja, gut. Hallöchen, Leute da draußen. Ja, ne? Cool. So, dann. Und jetzt so ganz schäbige Werbung machen für Colgate Dent oder sowas. Hey Leute, kann ich mal kurz was erzählen? Ich habe einen Podcast. Ja, genau, sowas. Und wer hat keinen Podcast? Das ist die Frage. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe keinen Podcast. Okay, HF, Leute. Ich auch nicht. Dann machen wir einen zusammen, würde ich sagen. Meine Augenbrauen sind geil, meine Augenbrauen sind groß. Ich bin der Donny, ich bin rot und ich hole mir jetzt die. Einfach Matteo hinterher. Mute. Ist halt noch nicht mute. Das ist Hört ihr eigentlich immer auch dieses Discord-Geräusch mit diesem Mute-An-Mute-Aus-Ding? Würde ich mich mal interessieren. Ja, der kommt direkt auf mich zu und ballert mir in meinen Arsch rein, oder was? Das war hier der wie heißt der? Ich weiß nicht, wer das war. Sehe ich gleich. Da, Dalukat war's. Hey, Alter, wie kommt das der? Das ging schnell. Achso, ihr hört das immer, schnell. Das ist ja geil. Okay, dann hört ihr immer dieses blip, blip, blip. Wer ist am Anfang nach rechts gegangen? Ich nicht. Ich. Nö. Hat das jetzt Dalukat gefragt? Ich finde geil, wer hat ich nicht gesagt? Das ist super. Ey, der spielt so gut, ne? Aber ich kann es mal ruhig. Wer hat ich gesagt gerade? Ich, Flo. Okay, weil Donny liegt direkt im Cockpit. Ich bin nach rechts gegangen zu Oxygen, also habe meine Blättertask gemacht und danach direkt Oxygen oben ausgemacht. Bin dann ins Cockpit für meine nächste Task und da lag halt Donny. Also ich bin ganz oben rechts. Cockpit ist ja Mitte rechts, ne? Wenn ich, Achtung, ich mache jetzt etwas, was ein bisschen gefährlich ist, weil ich vielleicht mich selber in die Schussbahn setze, aber sofort Alarm ausgelöst und dann reingelaufen und dann die Leiche gefunden. Ich glaube, das war ein Inside-Job von Leon selbst. Okay. Könnte sein. So ein bisschen nach Leon, weil es war schneller Alarm, das würde leider nicht machen. Der findet den Knopf ja gar nicht. Ja, eben. Und ich glaube, dann wollte er einfach nur gucken, okay, wer ist da oben lang gelaufen, damit er den Verdacht von sich wegmacht. Also Leon, jetzt no front oder so, jetzt ich mag dich, ne? Aber Hashtag no front, aber das ist mein einziger... Wir können ja schon mal 50% auf Leon geben, also so richtig überzeugt mich das nicht, Hashtag aber dein Witze, Matteo, ich wollte ihn im Auge behalten, finde ich auch. Könnt ihr gerne machen. Ja, ich würde skippen, aber... auch. Bleib nicht alleine mit Leon in einem Raum. Ja, genau. Oder sagt wem Bescheid. Vorher. Ja, ruft eure Mutter an.
genau. Mann, 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 der Dalu ist gefährlich, ey. Mann, 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 Schiss. Der ist echt ein MVP. Aber ich habe mir nach der ersten Session sagen lassen, dass der wohl echt viel spielt. Aber naja, klar, durch Training wird man halt besser. Ist ja bei meisten Sachen so. Außer irgendwie beim Ficken ist mir aufgefallen. Da bin ich immer noch ziemlich schlecht. So. Ja. Aber ich glaube, wir haben heute eine schönere Session als beim ersten Mal. Ich glaube, das ist auch ein unterhaltsames. Eine unterhaltsame Geschichte heute hier. Ich habe auf jeden Fall Spaß. So, du scheiß Blättermann, ich kenne das doch. Das muss ich doch bei Recordings auch immer machen, die Blätter sammeln im Hof. Mhm. Ich achte nur auf Dalukat. Ich finde es einfach faszinierend, fast schon, wie gut der spielt. Wo war das? Beim Reaktor. Also die ist mir auch gerade... Ich weiß nicht, war noch irgendwo auf der linken Seite, weil ich habe wirklich sonst niemanden gesehen. Nee, ich bin rechter Seite die ganze Zeit. Also, merkt ihr, dass der Mörder eine Handschrift hinterlässt? Er tötet alle Bambis, die Leute, die noch nicht viel Erfahrung haben. Er hat Angst oder er sucht die Herausforderung. Er will Columbo spielen mit den erfahrenen Leuten. Oder er tötet einfach alles. Okay, das ist so weird, dass du es gewesen sein musst. Ja, okay, Timo, du spielst gerade mit deiner Reputation. Also ich kann für den Mord kann ich sogar fast, ich glaube, 4 Leute deffen, weil im Admin viel gekuschelt wurde. Genau. Okay, ich war bei den Kameras und habe das halt gesehen, dass halt mega viele. Wo sind denn eigentlich die Kameras? Also ja, das ist Morgen, ich Timo, ist das wichtig für die Runde? Ich würde sagen, Matteo war es nicht, weil als er Leon angeschuldigt hatte, war Matteo die ganze Zeit bei mir. Und wenn Leon es halt... Und Dalu war mit uns. Genau, und wenn Leon das halt wirklich mit Matteo ist, ich vertraue Matteo wirklich nicht so weit. Beide gehen auch sympathisch irgendwie. Aber ja, habe ich vorhin schon gesagt. So weit wirft er nicht sein Teammitglied unter einen fahrenden Bus. Also ich bin direkt ins Cockpit gelaufen, das kann ich selber bestätigen. Bin danach unten durch den Storage oben in Admin reingekommen. Timo war am Ende noch bei mir. So. Zumindest für diesen Kill kann man. So. Also zumindest du warst auf jeden Fall auch nichts. Ich glaube, Timo auch nicht schlecht. Nie was sagen, kannst du meine. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber. Okay, was glaubt ihr, wer es noch ist außer Dalukat? Wir wissen ja hier bei mir, dass es Dalu ist. Hopp mal in den Chat. Noch einer. Ich habe keine Vermutung. Wir waren 4 in dem Moment. Da war ich auch. Oder 4. Ich bin die ganze Zeit bei Matteo, jetzt bin ich im Elektroraum, weil ich mich bei Matteo gerade sehe. Vielleicht Funk, weil der sonst nicht so viel sagt. Chiara mit einem Kill und Sam. Jetzt sehr viel. Nee, ich glaube, wir haben hier einen anderen. Wen denn? Sag mal Dalu. Ich glaube, hier wird wirklich vor den Kameras gefühlt. No clue. Ich glaube, Timo weiß nicht, wo die Cams sind. Ja. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Ja, ich merke auch, das ist ein schwieriger Aufruf. Aber ich habe mir jetzt die Karte geöffnet. Böser Nachteil. Es campt. Wir haben keine Anhaltspunkte eigentlich. In-Game-Chat wird, glaube ich nicht wirklich benutzt. Gute Frage, aber... Melli ist die Einzige, die geschrieben hat auch. Ey, ich finde Melli so süß. Guck mal, ganz ehrlich. Das ist doch wohl so süß. Ich war nämlich auch bei meinem ersten Mal der Einzige, der hier geschrieben hat. Niemand hat hier drin geschrieben, Mann. Ich wusste es. Ich hätte Worten. Oh, das finde ich irgendwie süß. Irgendwie finde ich das cute. Weil ich habe mich auch am Anfang nicht gecheckt, dass man da... das ist einfach natürlich keiner beachtet, weil man ja alle... Weil alle ja im Voice-Chat sind. Okay, Tasks on Mars. Das interessiert ja nur das jetzt gerade, ne? Wenn ich das... Obwohl, welche sind wichtiger? Das hier, aber rot. Das muss ich... Okay, nee, da kann ich nichts machen, warte mal. Was ist denn jetzt ganz wichtig? Das muss ich auch noch lernen. Da wo es vibriert. Pulsiert. Schnell, komm, mach den Upload. Okay. Alter, wie knapp war das denn bitte gerade? Ich hab die Kameras gefunden, aber ich habe nichts gesehen. Tut mir leid. Ja, also, wie viele von euch hatten das O2-Ding offen? Ich hatte es auch auf der rechten Seite. Weil genau die Leiche war. Keine Ahnung, wer die Leiche war doch da, als ich um die Ecke kam. Als ob keiner von euch. Nee. Die Leiche wurde ganz am Ende getötet, als ich gerade aus meinem Screen rauskam. Ja, aber da kam ich gerade um die Ecke. Also, ich bin ja vom anderen O2 mit Sepp gekommen. Sepp und ich haben Admin gemacht und sind hochgelaufen. Genau. Also, die Leiche. Wo liegt die denn? Genau am Ende. Oh, ich glaube, Leute. Ich glaube, es ist Chiara. Also, im Open die sagt so wenig. Sag mal bitte alle, die beteiligt waren. Ich war da.
Wer noch? Oh! Ich hab den Code eingetippt. Ich glaube, Chiara, ich hab das im Gefühl so. Kann's auch. Dalu und ich waren beim linken Auto. Sag mir bitte nur die Leute. Ich kann's nicht erklären, ich höre das an der Stimme raus. Ich glaube, Leon, Chiara und mindestens noch zwei. Matteo auf jeden Fall. Was? Ich steig gerade auf. Ach, und war die Leiche. Ja, das war genau. Das ist so schlecht gespielt. Es ist Chiara. Nein, Chiara, es ist Chiara und Dalu. Ich bin nicht da drin im Stack, weil ich hab gerade Blätter gezogen und dann wird reported. Vierte Dark Soul. Danke dir für den Prime Sub, Mann. Also die Leiche lag da, als ich um die Ecke kam. ETM, Late Tequila. Nein, aber es standen fast alle da. Ihr standet da, weil alle das Menü offen hatten. Reportet, bitteschön. Aber ich habe meine Maus gesehen. Auf den Report-Button die ganze Zeit, dass ich sofort endlich mal drücken kann, wenn eine Leiche da ist, weil ich noch nie eine Leiche hatte. Und jetzt soll eine da gewesen sein. Okay, ganz kurz. Leon, hast du die Leiche gesehen oder hast du reportet? Frank tut mir fast leid, der wird immer beschuldigt. Hast du jemanden? Nein, das wird. Nein, Leon hat Reflexe, wie junger Gott. Leon ist es. Hä, Matteo, ich hab das Ding entschärft. Nee, warte mal ganz kurz, bevor ihr jetzt euch anschaut. Leon ist es. Bei sieben Leuten. Matteo ist auch so einer, ey. Matteo will hier einfach irgendjemand rausworten und macht irgendeine Bullshit-Story. Nein, Käsebrot mit Senf? Ja, ich war im Werwolf immer ein Profi. Ja. Nee. Na und? Aber ich hab Spaß. Also, das Timo, ist die Hauptsache. Ich bin nicht so gut in solchen Spielen, aber mir macht Spaß. Leider abgegeben, letzte Runde. Was? Also, Chiara, safe. Ich mach jetzt alle Aufgaben, damit ich sie beobachten kann. Das ist die lameste Aufgabe, finde ich. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde nie wirklich richtig gut in dem Spiel. Ist einfach nicht so meins. Ich bin auch nie gut in Schach geworden. Habe ich auch eine Zeit lang versucht zu spielen. Ach, hold. Ich glaube, mein Gehirn ist einfach dafür nicht so. Dark Souls? Baller ich dir mir dir weg. First try. Aber das hier? Dead Buddy. Schwieriger. Juhu, ich konnte eben meine Leiche reporten. ich habe den Button aufblitzen sehen und gedrückt. Ich dachte, jetzt können wir den Fall lösen. Jetzt bekommen, weil ich vorhin 10 Gifte-Zaps rausgehauen habe. Du hast den zufällig bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Und gucken, oh, liegt da jetzt irgendwas? Frank, wo bist du denn gerade und wo hast du ihn? Aus dem O2-Raum raus und stehe im Gang. Ich habe einfach den Button aufblitzen sehen. Ich habe so wenig Sichtradius, ich stehe halt mitten irgendwo zwischen Tee und Angel. Aus dem O2-Raum, okay. Weil ich habe nämlich dich, ich habe dich durch die Kamera gesehen, Frank. Du wir machen dann Bild noch eine Runde mit, ne? Aktiv. Ich sehe da aber keine Leiche. Also, du stehst halt jetzt dann mach mehr ich oder weniger bei mit mir im Gang. Im Stream. Aber du konntest schon drücken für. Die Tür macht immer bis 10. Okay. Ich habe die Maus die ganze Zeit da drauf, weil das ist jetzt meine erste Leiche. Ja, das ist ja auch legitim. Das habe ich auch schon gemacht. Immer noch ruhig, sagt nichts. Chiara sagt auch nichts, die beiden. Also, wir haben jetzt noch zwei Imposter mit uns. Das heißt, wir sollten einen. Deswegen sollte man sonst drücken. Wir müssen. Also, egal, ob ganz kurz. Du hast ein Emergency-Meeting, um selber Chiara zu entverdächtigen für dich alleine? Ja, ich traue dir zu, dass du manchmal einfach einen Knopf drückst, ohne einen Grund dahinter zu sehen. Okay, das ist persönlich. Wofür seid ihr eigentlich? Okay, Chat. Noch deutlich. Eins für Imposter, zwei für Crewmates in diesem Fall. Ist auch interessant, mal zu gucken. Was meint ihr? Wofür seid ihr? Im Medbay, ehrlich gesagt. Ja, Timo war woanders. Gerade rausgegangen. Und das kannst du confirm, Sepp? Kann das noch mehr konfirmen? Ich habe ihn durch die Kamera halt gesehen. Ja, ich bin auch, ich tendiere auch zu eins. Sehr viele Einsen. So. Fast nur Einsen im Chat. Ja, ich bin aber auch. Dass zwei Leute böse sind. Ja, nicht einer. Ich will auch, dass die Imposter gehen. Ich finde, das haben sie gut gemacht. Dalu. Ich mache Politik, ich bin nicht böse. Also das heißt dann nicht, dass er nicht böse ist. Also wir müssen aber wen voten, weil er sie nicht getötet hat. Also ich schwöre, ich war gerade bei Medbay und bin da gerade raus. Frank, hast du ihn umgebracht? Nein. Wen? Leon? Irgendwer, sag was. Frank? Oh Gott, das war ein Fehler. Oh, ey, und habt ihr gerade gemerkt, was passiert ist? Das war das Einzige, was wir habt ihr das gerade gecheckt? Dass Dalukat der war, der am Ende so panisch sagt, okay, der aber selber Imposter ist? Wurde, ne? Alter. Tschüss. Mein Gott, ist der spielt ja Next Level, dieses Game. Jetzt mal ohne Scheiß, habt ihr das gerade gecheckt? Er war der am Ende so, ey, wen nehmen wir? Der wusste genau, wie die Zeit abläuft. Der wusste genau, dass es knapp wird. Und hat dann extra nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf für die nächste Runde, gegebenenfalls.
dass er sowas von nicht verdächtig werden kann, weil er dann auch sogar sagen könnte, ich war doch der, der es gesagt hat. Ich hab's gesagt, oh ich wusste. Oh mein Gott, ihr wart. Come on. Okay. Warum haben wir jetzt ich hab's gewusst. Geschwärmt, Chiara, wirklich. Das war nicht mehr genug. Also ohne ja, Scheiß. Ohne Witz. Dalu, du bist... Gut. Ich kann das nicht in Worte Hashtag fassen. Hashtag Bauchgefühl, Donny. Krank du bist einfach. Das gibt's in Worten jetzt. Aber ich hab's auch nicht... Ich glaube, ich habe original niemanden gekillt. Ich dachte, wir müssen noch zwei Leute killen. Also, Dalukat, das ist langsam echt fast schon nervig, wie gut du dieses Scheißspiel spielst. Ich habe dich genau beobachtet. Ja, immer im Schlimmste ist auch. Donny, weißt du, was das Schlimmste ist? Wir glauben ihm jede Runde. Nee, pass auf, na, pass auf. Ich habe ein Beispiel, wo ich jetzt wirklich, habe ich ja gerade meinem Chat so erzählt. Das ist wirklich Hut ab. Und zwar, Dalu, ne? Letzte Runde, letzte Besprechung. Dass du so frech in den letzten 5 Sekunden der bist, der dann so panisch sagt, so, ey, Leute, wir müssen jetzt mal abstehen, für wen nehmen wir, für wen wir? So, das ist genial, ja, weil ist dann hast du ja quasi für eine eventuelle nächste Runde die übelst geile Carte Blanche, dass du sagen kannst, ey, aber Leute, ich war doch letzte Runde der, der sogar das, weißt du so? Ja, Alter, ja, das ist schon Next Level Tactics. Und dann sagt er so, oh nein, das war ein Fehler. Ja, ja. Und ich denk so, da, du Schwein, Mann. Der spielt das schon echt hart gut, aber hey, naja. Da ich muss auch noch sagen, hin. Die Leiche, ja, hab ich, als ich Melly getötet habe, ich habe sie aus Versehen reported. Ich wollte wenden, weil ich oh nein, aber oben in einem Haar. Du hast oh nein. Das buried, ne? Ich habe die ganze Zeit im Off hier geschwärmt, wie geil du das durchziehst. Ab ohne Witz. Geil. Ich hatte Chiara null auf dem Schirm. Ich hatte Chiara, ich hab Chiara gecallt, schon vor 3 Runden, aber Bauchgefühl einfach. Sie mich gekillt hat. Ich hab's in dem Moment noch gesagt, warum steht sie schon da? Und in dem Moment. Noch Sepp, ne? Und ich so, ach. Die Leiche in dem Stack. Ich bin um die Ecke gekommen, da stehen 7 Leute. Ja, okay, komm, killen wir einen. Hey! Ja, dass du damit die Leiche durchkommst, in so lächerlich dem Stack, einfach. Alter, ja, ihr seid, ihr spielt das zu viel, glaube ich auch. Hast gesehen, das war halt echt ein Stack ist, wenn super viele aufeinander stehen. Ich sehe, und dann drückst du einfach Kill und einer fällt um und keiner weiß, was war. Also wenn alle so zusammen gehäuft auf einmal aufeinander stehen, so gestackt. Okay, ja, okay. Ich bin noch eine Runde dabei, Leute. Ja, okay, okay. Geil, geil, geil. Wer fehlt? Einer fehlt. Einer fehlt. Melly, glaube ich. Habe ich aber auch immer verrafft. Unten rechts einfach auf Play again, genau. Melly guckt wieder eine Wand an. Wir so wenig Quests hatten, also wir waren ja echt behind. Ich hatte, glaube ich, noch eine. Die Geister müssen wirklich auch. Ja, genau, denkt dran. Wenn ihr tot seid, ihr das dann nicht noch ein krasser Quest drücken. Da freue ich mich immer drauf, wenn ich ein Geist bin. Dann klopp ich weg die Taste. Ja, das ist geil, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Weil irgendwie, wir hatten nicht mal die Hälfte und da war ich so, okay, let's go! Ja, arbeiten kannst, wenn du tot bist. Also, HF, Leute. Stimmt. So, ich bin mute, bitte einmal Imposter, okay. Einmal, komm mal, letzte Runde, einmal Imposter, come on. Yes! Oh, wir sind das Dream-Team, Alter. Imposter, gut. Früher bei RBTV zusammengearbeitet, wir verstehen uns blind. Wir wissen genau, wie man einen Sender an die Wand fährt. Okay, Joke, Leute. Okay. Die Frage ist, kill ich jetzt einfach schnell jemand? Ich kill einfach jetzt erstmal jemand. Hab ich Bock drauf. Mal eine kleine Sabotage erstmal, O2. Ja, sollen sie mal da hingehen. Aber ich muss ja auch in die Richtung laufen, damit es nicht auffällt. Also langsam komme ich hinter die Tricks. Ich gehe jetzt auch in die Richtung, gehe auch in den Raum rein, oder versuche den Raum zu finden so, aber ich versuche so, wenn mich jemand sieht, dass ich in die Richtung gehe. Achso, okay, gut. Den kill ich jetzt. Fangster ist weg. Ich gehe in den Event rein. Ah, doch. Yes! Das war doch gut! Das war gut, oder? Und jetzt gehe ich da auch runter und guck mir das an. Hä? Und jetzt reporte ich. Okay. So, also wer war jetzt der Reporter? Ich oder Melly? Ich hab Melly. Ja, und dann kam direkt angeflitzt. Also ich dachte wirklich, du willst mir gleich was in den Rücken jagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich wollte nur schnell hin auch reporten. Melly, ich wollte auch reporten. Warst du gefunden, Melly? Reportet, ja. Nee, wo hast du gefunden? Wo warst du ungefähr? Links, rechts? Rechts in so einem runden Raum. Unten rechts? Also rechts unten? Nee, so mittig, unten oder eher. Oben eher? Mittig? Ja. Okay, dann Cockpit vermutlich. Nee, wer wollte denn gerade noch reporten und kann sagen, wo ihr seid? Donny. Ja, ich stand hinter mir. Ich dachte wirklich, der will mich. Nee, ich hab das gesehen und dann wollte ich halt das auch reporten, endlich mal. Weil ich wusste nicht, wie das geht. Wo ist das denn? Kannst du uns mal aufklären, wo das jetzt ist? Also, Donny. Unten. Ich sehe es zwar nicht, aber wo denn? Ich höre die Schweißperlen auf deiner Stirn. Aber als ich nach oben gegangen bin. Mit so einer, der ist so rund,
hat oben und links einen Gang. Ja, ich. Aber es ist aber relativ eindeutig, dass Donny ist. Nee, nicht zum O2. Oh, sorry, ich hey. Ich wollte eigentlich, ich check manche Sachen einfach immer noch nicht. Ist ohne Scheiß, Matteo. Ich wollte einfach, ich habe das nicht, ich wollte einfach auch mal dieses Reporten-Ding machen, dass ich klar safe sagen kann, ich habe reported. Deswegen bin ich da schnell hingerannt. Okay, Donny, aber mal, du, also hast, die du hast die Leiche gesehen und hast nicht geschafft zu reporten, bevor es Melli, die heute zum ersten Mal spielt, schafft. Nein, am Anfang ist Donny. Die war einen Meter vor mir. Ich habe mich auch gewundert, dass sie das so schnell schafft. Das steht in meinen Ohren, ne? Muss ich ganz ehrlich. Donny, sag mal eine Task, die du gemacht hast. Mit den Blättern habe ich gemacht. Mit den Blättern? Wo denn? Rechts, auf der rechten Seite. Da gibt's den nicht. Okay, es ist Donny. Natürlich, doch, die gibt es. Natürlich, hä? Hä, auf der rechten Seite sind die Blätter, was laberst du? Auf der rechten Seite, definitiv. Donny hat recht, natürlich. Ich habe schon viele Blätter gesehen, es ist Donny. 100%, ich war mir noch nie so. Das ist einfach so lächerlich, was soll das? Ich habe die Blätter gemacht und wollte einfach eine Leiche reporten und werde jetzt hier irgendwie gemobbt. Du bist so schnell auf mich zugerannt, da habe ich Angst bekommen kurz und dachte, Gott sei Dank habe ich, was heißt das jetzt? War nicht richtig? Oh, das war so schlecht, ich war... Das ist spannend, so, tschüss. Okay, ich habe es gerade wieder Donny, fast verkackt. Donny? Ja? Du bist nicht gemutet. Oh, Scheiße. Sind einige nicht gemutet. Ich wollte nur lachen. Aber nur weil ich mir wirklich nicht sicher bin, wer es sein könnte. Ich dachte, vielleicht, wir können das Meeting nicht einfach verschieben. Das glaubt mir doch kein Mensch nachher jetzt. Also ich glaube nicht, dass ich schon hier bin. Können wir nicht einfach nochmal laufen lassen? Ja. Das glaubt mir doch kein Mensch. Also Donny, ich würde schon fast glauben, dass er schon geschauspielert ist, weil es so geil ist. Ich glaube, er hat einen Joke gemacht. Ich glaube, er wollte einen Witz machen. Meinst du? Ja, der hat einen Witz gemacht. Nee, votet mal. Leute, es ist... Nein, ihr könnt ihn doch jetzt nicht rausschmeißen, er hat doch einen Joke gerissen. Was geht denn hier ab? Alter, Donny, ich bin auch immer auf deiner Seite, ne? Das stimmt. Fuck, ich war die ganze Zeit mute. Was? Nochmal, was hast du gesagt? Ich bin für Skip. Ich bin auch für Skippen, ey. Och komm. Ja, Leute. Ey, was hat Donny getan? Ich hab's nicht getan. Nichts hat er getan. Der ist auf mich zugerannt und wollte mich umbringen. Guten Witz. Okay, gut. Dann war's fair. Ich musste gerade die Security aus meinem Zimmer schmeißen. Jetzt ist es das dritte Mal an diesem Abend, dass ich erklären muss. Aber ich muss erklären. Weil sich bestimmt der ein oder andere gerade so fragt, was ist denn mit diesem Menschen los? Wie kann man so dumm sein? Antwort ist, A, ich weiß, ich muss Aufgaben machen, aber das ist gerade wichtig. Ja, ich bin ein bisschen doof. Und zweitens ist, ich war mir halt sicher, dass ich mich so krass verraten habe, dass ich rausgevotet werde. Und dann habe ich gar nicht gecheckt, dass es ja ein Skip war. Und dann war ich drin. Und dann, on top, habe ich mich verklickt mit dem Mute, dass ich mich wieder muten wollte, weil ich dann erst... Ich bin ja im Spiel und das war das Endmuten. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kann ich übrigens drüber erzählen, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich fand das gar nicht so schlecht von mir. Ich war... Pass auf, hier. Nix besoffen, nix CBD. Leute, jetzt... Es ist einfach... Ich bin verpeilt. Und zwar, ich fand es ja hier... Guck mal, so fing es ja an. Ich muss keine Aufgaben machen. Warum eigentlich? Ach, weil ich Imposter bin. Okay, ganz kurz. Ich war ja hier drin. Das war doch schlau eigentlich. Und dann ging Melli hier runter. Und Matteo hat es so gut gecallt, der hat recht, weil da kann ich ja gar nicht, dann, ich bin ja mega zielstrebig hier hin zur Leiche und das war das Dumme. So, fürs Protokoll, also falls sich jetzt jemand denkt, das war auf jeden Fall der Fehler und da kann ich mich nicht rausreden dann. Ich mach mal Electrical hier. Das war mein Problem, Mann. Und jetzt, da kam dann wieder so viel zusammen, ey, das... Ich muss mal Türen zumachen und sowas. Wie kann ich denn das jetzt machen? Wie kann ich denn jetzt hier noch mehr sabotieren? Heute 80% Rechtfertigungs-Donny. Naja, ich würde sagen 80% Verpeilungs-Donny. Und 20% Erklärung-Donny. Oh Mann, aber das war so dumm gerade, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich kann doch nicht der Einzige sein, der sowas so oft immer verrafft, oder? Oder wirklich? Nee, Reaktor ist wichtiger, hätte ich gerne. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich dachte, ich war so gut. Ich dachte wirklich in dem Moment, das war voll der gute Move. Ja, ich gehe in den Vent rein. Ihr Idioten, die gehen da runter. Und dann, aus irgendeinem Grund dachte ich... Ich habe jemanden tot gefunden. Das ist schlecht.
Wen ja, denn? Das schlecht. Das ist jetzt gar nicht mal so gut, Timo. Das ist wirklich schlecht. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, wer es war. Unterhaltsam ist es doch, Leute, oder? Gib mir mal ein bisschen Liebe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich gebe mein Bestes, ey. Ich bin Melli, so schlecht Melli, in diesem Spiel. So ja. Vielleicht kann das geil. Na gut, ja, jedenfalls. Warte mal. Ja. Wann ist Funk gestorben? Das frage ich mich halt ab. Ja, Matteo hat mich sau gut gecallt, ne? 20,5 Sekunden vorher. Okay. Handy, warte mal, war das nicht Donny? Oder so. Donny haben wir rausgekickt, weil er sich oh, Chiara stark. Jedenfalls vorne im Navigationsraum. Achten jetzt auf Chiara. Habe ich wen auch immer tot gefunden. Wahnsinnig gut für Matteo aber auch gecallt. Trotz meinem dummen Fehler. Gut, aber oder? Das war das nicht vorne da, dieses Ding da? Der hat auch gut hergeleitet. Ja, jetzt ruhig, sorry. Aber Navigation. Rechts. Oh, wir müssen aber auch festhalten, dass ein Imposter auch sagen würde, ich schwöre, ich war es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber warum? Ich denke eine auch, Sache ja, fragen, das Leute. Das ist die Taktik von mir. Warum hat mich Dalukar so krass in Schutz genommen? Aber ich das das muss ja irgendein... Der ist ja so nicht oben rechts. Irgendeine Taktik also ich war kurz, war ich auch oben rechts. Ja, ich bin links. Also, es kann auch Admin gewesen sein. Ich meine aber Navigation. Ich war oben links, das meine ich. Ja, gut. Weil er dich im Spiel halten wollte, okay. Also der war sich eh sicher, ich bin's, ne? Der wollte. Warte, ich war im Electrical, hab da Timo beobachtet. Dann habe ich gesehen, wie. War das Heider? Heider war es da. Du standst die ganze Zeit an der Überwachungskamera. Ich hab Kameras links gemacht, ja. Und hab dann Wires daneben gemacht. Also ich bin ziemlich weit von meinen Tagen. Es haben halt echt 20.000 Leute mitkommen, ne? Das ist auch. Sepp war weit auf der linken Seite. Ich denke, das haben jetzt echt 20.000, also Montana Black-Zahlen haben mitbekommen, wie ich jetzt da unmuted so. Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann. Eigentlich, die Ironie ist ja, dass ich gesagt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Und das war wiederum ein Fehler. Sepp ist es. Philosophisch fast schon. Meinst du, Sepp? Ich schwöre, ich war es nicht. So, ich mache jetzt hier Türen zu. Wie mache ich Türen zu, Leute? Kann ich das alles? Ich muss mich gar nicht bewegen, oder? Kann ich nicht einfach hier. Kann ich jetzt. Wie macht man denn Türen zu? Das ist die Tür, ja? Aber okay, dann, nee, das ist auch schlauer, dann zu gucken. Okay, ja, warte mal, jetzt check ich, das muss ich auch lernen. Hier, dass ich die einsperre. Pass auf, Electrical. Nee, jetzt geht's aber nicht. Kann ich das, ach so, ich kann das nur von hier aus machen, oder was? Nee, ach, ich hab mich, so, ich sperre die jetzt ein, die beiden hier. Ich warte aber noch ab. Haha. Bringt mir das jetzt eigentlich was? Großartig? Nee, ne? Nicht so viel, oder? Das check ich noch nicht so ganz, was man da... Heider, nice. Hört sich da die Kopfhörer an, Radio-Style. Hat sich teleportiert, nice. Was bringt denn die... Okay, ich guck mal... Ich mach das nochmal in so einem Raum. So einen kleinen Raum irgendwie. Oh, aber das ist, glaube ich, besser, ne? Da kann ich... das ist wichtiger, da müssen die dann alle hin. Das zu sabotieren, ne? Das mach ich jetzt aber mal so. Da geht der Alarm an, ne? Vielleicht wäre es besser, wenn... Ja, doch, der war jetzt zum Beispiel gut, weil ich schon gecheckt habe, viele sind auf der anderen Seite, aber er halt nicht. Ja, gut. Guck mal, die bauen hier ja auch ihr Gras an, da. Schön geil CBD mal ballern. CBD-Donny, Alter. So, ich mache jetzt wieder... Ich sperre jemand ein wieder. Wo müssen die denn hin? Wahrscheinlich wieder zum Mad... Nee, Mad Bay muss man irgendwie nicht so oft. Warum muss man eigentlich so oft in Electrical, habe ich das Gefühl? Da ist man irgendwie... oft. Frag mal nach der Runde, was ein toter Imposter so macht. Okay, das mache ich. Ich versuche mich daran zu erinnern. Finde ich eine gute Frage. Ja, gerade sehe ich noch keinen Grund zum... sabotieren. Ja, was ist los? Who called for an emergency meeting? Ja, ich hab mal gedacht, wir sollten uns ein bisschen zusammen besprechen, weil dann machen die so eine Leute jetzt Stimme? Die letzte Task. Der Imposter kann jetzt erstmal wieder nicht töten, hat einen Cooldown und dann sind wir durch. Warum kann er nicht töten? Weil nach dem Call, wenn man, wie viele Sekunden? 10? Ah, 10 oder 11. Das ist genial. Das ist nasty. Was? Also, ist das nicht? Wie viele Tasks haben wir noch? Zwei Leute haben eine oder was? Ja, ich bin fertig. Wer hat noch eine? Ich bin fertig. Nur noch Timo. Wie schlau ist das denn? Ich hab keine. Das heißt, wir gehen jetzt einfach ganz alle sicher. Timo hinterher. Genau, ihr cornert mich. Schätzen wir ihn? Ja. Oh mein Gott, ist das schlau. Wo hast du die denn, Timo? Weißt du das? Nee. Wir müssen jetzt Chiara angucken. Ich will nur Chiara angucken. Ich kenne die Karte noch nicht. Nee, vielleicht kann ich denen helfen. Nee, 20 Sekunden Killtimer. Geht ja nicht.
Kann ich dir noch helfen irgendwie? Der beste oder der schlechteste Lügner? Ich bin ist durch. Ist cheesy, ne? Außer die Toten. Ich find's auch cheesy. Ich will ihn rausfinden. Aber ich trau da ruhig. Das ist nicht cheesy, das ist schon. Ich bin die ganze Zeit allein unterwegs, ich habe kein Alibi. Sabotage, Türen zumachen. Ja, Türen zu, genau. Okay, jetzt muss ich auch gesehen hier im Screen. Ich muss die beste Tür zumachen. Aber Dalu will sich selber töten. Ich muss den besten Tür zumachen, den je jemals gesehen hat. Er ist vorbei. Strange Runde. Nee. In der Tat. Okay, ja. Reaktor oder 02 sabotieren. So, okay, let's go. Ich mach meine Aufgabe. O2. Direkt erstmal. Oh, Emergency. Ja, okay. Kurz noch muten. Und jetzt, da gehen die da hin. Okay. Und jetzt kann ich die doch, hier tue ich die jetzt einsperren, oder? Wo ist das Ding? Ich will nicht atmen, ich will. Da kann man nicht. Ach, deswegen gehen die da rein, weil die wissen, dass man da nicht. Da mach ich zu jetzt. Die sind schlau, die sind extra, weil die wissen, dass man hier nicht die Tür zumachen kann. Wo ist Chiara eigentlich? Wo ist sie? Komm, fast nach Hause, Mädchen. Mädchen, ich weiß zwar nicht, ob es geht. Chiara ist eine geile Sau. Also ich habe übrigens auch keine Aufgabe mehr. Okay, ich schließe die aus, dann ist es nicht. Das wäre ja so geil. Nee, schließe ich auch aus. Das ist korrekt. Oh ich mein Gott. Wer war mit mir jetzt noch auf der rechten Seite? Weil auf der rechten Seite, wer ist denn jetzt gestorben? Sepp. Achso, okay. Ist Sepp gestorben. Musst du doch wissen, der Mann, der die Leiche gesehen hat. Er hat ja keinen Kopf mehr dran. Ja, aber gelbe Füße. Ich habe den Unterton gehört. Also, ich war gerade eben eingesperrt in dem mittleren, unteren Raum, wo es Fuel gibt. Ich sag nichts mehr. Matteo, Chiara. Machen, so tun, als würde ich ihn töten. Ich wollte dich beobachten, weil ich bin mir relativ... Er hatte noch seine Aufgabe nicht fertig. Uns fehlt ja jetzt wirklich nur noch eine Aufgabe. Geist sein, stark. Weil ich habe meine auch alle fertig. Das ist richtig Melly, spannend gerade. Funk oder Donny? Donny ist ja ein Imposter. Ja, Imposter gewesen. Von den anderen haben alle ihre fertig, oder? Aber wer ist denn jetzt der Böse? Ich versucht zu helfen. Ja viel mehr Zeit. Ich glaube, ich habe ihr geholfen. Chiara darf ja nicht Sepp, reden, ne? Chiara und Sepp waren abgesperrt von uns. Und sind als einzige, die ich zumindest gesehen habe, nach rechts gegangen. Das stimmt. Ich glaube, ja, wir hatten ein bisschen Glück. Heider, was war deine letzte Task, die du gemacht hast? Die ist null verdächtig, ne? Beepen hochgelaufen wir und wir gewinnen Code, das, ja, glaube ich. Dings Alarm, den Code eingegeben, ich sage mal Code, und ich hatte aber vorher meine Aufgaben schon durch. Weso Meso, danke für den Prime Sub 200. Also ich wurde von euch Josie, im Lager, danke dir auch, und war dann wieder allein unterwegs. Pretty Witty. Ich bin Admin gewesen, dann habe ich eine Runde in der Cafeteria gedreht. Kid 5 ging dann. Bin ich nach rechts gegangen kurz, aber da bin ich dann schnell wieder weg. Die waren alle einfach nur in dem Admin-Raum. Spannender machen und irgendwie russisch Roulette spielen und einfach irgendjemanden rausvoten. Ja, oder? Warte mal, jeder 14 Sekunden noch. Wen. Ja, nein, dann hört auf, ich weiß nicht. Warum wollten wir das so spielen? Dann wollten wir sowieso alle Leon, oder? Also jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, es war Dalu, weil er ermittelt gerade gar nicht. Er ermittelt nicht. Ich muss nicht so ermitteln, wenn der Fall klar ist. Nicht skippen, komm, wählt ihn mal raus. Wir haben mich gefunden. Okay, ich beende jetzt die Runde. Ist er raus? Super. Nee, jetzt ist vorbei. Oh, scheiße, Mann. Kann das Chiara noch schaffen oder nicht? Dankeschön. Okay, ich muss jetzt wieder Türen machen. Aber ich muss schlaue Türen machen. Ich muss ein bisschen gucken, wo Chiara läuft. Ich will jetzt nur Chiara helfen. Okay, Chiara ist hier lang. Wo? Dalokar, den speichere ich jetzt ein. Nee, geht nicht. Wieso kann ich das? Wieso? So, ich hab den Fall gelöst. Oh, Mann, Chiara. Ich hab versucht, dir noch zu helfen mit Einsperren und so. Immer Sabotageglück, wenn ich gerade sabotieren wollte. Ja? Okay, jetzt bin ich ganz weit rechts. Geil, mache ich jetzt beim Reaktor. Dann kann ich die Leute, die langsam sind, töten. Oh, und dann hast du sorry, sabotiert. Ach so. Nein, alles Timo. Wir waren gut. Ich habe ein paar Mal auch die Leute eingesperrt. Dass die waren alle im Admin-Raum. Und dann da haben wir noch eine Runde überlebt. Da habe ich echt gedacht, du schaffst es vielleicht noch. Aber dann war es too much. Ja, so konnte ich halt Sepp noch schnell töten. Ja, voll fies. Immerhin. Sepp, ich dachte, hat Dalu einfach seine letzte Aufgabe aufbewahrt, damit es noch ein bisschen länger geht, Fall oder was? Ich wollte den Fall lösen. Ja, so, wirklich. Es okay. War so klar, alle waren für mich fertig und Dalu ist wieder. Okay. Sehr gut. Ja, ja, ja. Okay. Stark, Leute, ich mach dir noch ein paar Runden. Ich würde mich sonst verabschieden, auf jeden Fall. Also, ja, ich verabschiede mich. Ich würde gerne noch weiterspielen. Ich auch. Ja. Noch macht ihr mal noch ein paar Runden. Ich muss leider los demnächst. Wer hört jetzt auf? Donny hört auf. Du bist ja ein verrückter Hund. Ja, crazy. Flo, glaube ich, oder? Ja, genau. Okay, Flo. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen, Jungs. Ja, gerne, sehr gerne, danke für die Einladung. War sehr, sehr schön. Spaß gemacht.
Ja. Und einen schönen Abend. War super lustig. Euch auch, ne? Tschüss. Ja. Tschüss, ja. Euch auch. Tschüss. Ciao, ciao. Spielen wir denn jetzt noch weiter? Oder? Okay. Ich muss, ey. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gerade gelaufen ist. Ich finde besser als beim ersten Mal. Wir sind, wir haben. Ah, ich habe vergessen, Dalu zu fragen, was man macht als Imposter. Jetzt haben wir 21:45. Nee. Heute kann ich nicht so lang. War eine coole Runde. Hab mich. Mikro ist aus? Nein, der Mikro ist nicht aus. Schnauze. Mann. Mund abputzen, weitermachen. Nein, ich bin zufrieden mit heute. Ich check's so langsam immer mehr, was das Spiel ist. Und dabei belasse ich es auch. Das sind meine letzten Worte für heute zu dem Spiel. Ich sage erstmal tschüss YouTube. Ich glaube, ich stream noch ein kleines bisschen. Ich würde ganz kurz nochmal auf Toilette mir vielleicht noch ein kleines Sandwich reinschieben, jetzt nach 2,5 Stunden vor der Cam. Und dann wiederkomme. Vielleicht machen wir gemeinsam noch ein bisschen was Spaßiges. Tschüss YouTube, haut rein. Ich hoffe, es hat euch diesmal ein bisschen besser gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe trotzdem ein paar Mal gefailt. Oh mein Gott, das kann ich glauben. Da sind die zwei Runden hintereinander. Story of my life. Also, Toiletten-Sandwich. Ja, es gibt auch, hab ich gesagt, ich hole mir auf der Toilette ein Sandwich? Nein, ich gehe kurz pinkeln und dann gehe ich in die Küche. Natürlich mit gewaschenen Händen, mache mir schnell ein kleines Käsebrot rein. Bin also in 5 Minuten ungefähr wieder da. Ich habe auf die Uhr geguckt, ich habe aber hier gar keine Uhr. Ich habe auf der linken Seite eine Uhr. Naja, vielleicht bleibt der ein oder andere von euch ja dran. Ich würde mich freuen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen an alle, die für Among Us da waren. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt weiterziehen und den anderen noch ein bisschen zugucken. Ich bin erstmal raus für Among Us. Mir hat es jetzt auch, muss ich auch ehrlich sagen, volle Transparenz auch gereicht so von der Länge. Ich hätte jetzt auch nicht mehr so Bock gehabt noch auf noch eine Runde. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall noch mal so eine Runde mitmache und dann vielleicht noch besser bin und dann das noch mehr oder noch weniger verpeile. In diesem Sinne, tschüss YouTube, haut rein. Und Twitch, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache eine kleine Pause. Ja? CBD Donny sagt, ist gleich, Leute, Minnesota. Okay, wow, Horror. Also, bis gleich.